Nach 10 Jahren wurde heute endlich ein Tatverdächtiger im Mordfall Norrie Jones gefasst. Solche komplizierten Fälle bleiben oft ungeklärt. Am 28. September 2004 fand man die Frau erstochen. Am schwierigsten ist es, wenn es viele Verdächtige, aber kein klares Motiv gibt. Bis heute fehlte vom Mörder jede Spur. Das Opfer war wohl ein äußerst liebenswerter Mensch. Norrie wurde 2004 in Pocatello, Idaho, in ihrem Bett ermordet. Hier liegt eine Frau. Was mit sie? Der Täter stieg nachts durchs Fenster ein und erstach sie. Sie war sehr religiös und dazu ein Familienmensch. Norrie Jones war erst 25, als sie ermordet wurde. Sie war unverstellt, herzlich und lebte in einer erfüllten Beziehung. Ihr hätte so etwas nicht passieren dürfen. Die Ermittler konzentrierten sich damals auf ihr engstes Umfeld. Wir haben einige Fragen. Okay. Freund, Schwestern. Hat sie jemand verfolgt? Sie hatten ihr was erwähnt. Niemand war verdächtig. Danach wussten die Kollegen nicht weiter. Außenstehende Täter bekommt man nur schwer zu fassen. Das ist sicher ein Grund, warum der Fall nicht aufgeklärt wurde. Es gibt interessante Beweise. Definitiv. Die Kriminaltechniker haben damals mehr als 250 Beweisstücke gesammelt. Mithilfe neuester DNA-Abgleiche werden wir den Täter hoffentlich ermitteln können. Das ist der Albtraum jeder Frau. Und das Schlimmste dabei, der Mörder ist noch auf freiem Fuß. 16 Jahre ohne Antworten. Die Ermittlungen wurden eingestellt. Der Mord bleibt ungeklärt. Viele Fälle könnten aufgeklärt werden. Der Tatort verrät, was passiert ist. Die Opfer verdienen Gerechtigkeit. Hello. How are you? I'm Kelly. Scott Long. Nice to meet you. Pleasure. Yolanda. Matt Harris, nice to meet you. Sie sind ja jung und attraktiv. Danke. Schon lange dabei? 14 Jahre. 8. Haben Sie einen Platz für uns? Ja. Dann nichts wie los. Pocatello ist eine sichere Stadt. Niedrige Kriminalitätsrate, höchstens ein Mord im Jahr. Der Mord an Norrie hat die Gemeinde hier erschüttert. Abby hilft uns bei dem Fall. Er war 20 Jahre bei der Mordkommission in Houston und führt exzellente Verhöre. Jetzt lebt er in Idaho, kennt sich also hier gut aus. Abby ist kurz für Clement Abbandandolo. Abby. Bleiben wir bei Abby. Norrie Jones war eine nette Frau von nebenan. Für so einen Fall lässt man alles andere links liegen. Für ihre Familie und für die Menschen hier im Ort. Fangen wir damit an, dass Sie uns mehr über Norrie erzählen. Sie war sehr sympathisch und fröhlich. 25 Jahre. Sie vermittelte Arbeitsstellen. Sie half Menschen in Idaho dabei, wieder einen Job zu finden. Sie hatte keine Feinde, keine Probleme mit der Gesellschaft und auch nichts mit Drogen zu tun. Am 28. September 2004 fiel einem Kollegen auf, dass ihr Parkplatz leer blieb. Sie kam nie zu spät zur Arbeit. Der Mitarbeiter sprach mit dem Vorgesetzten und sie entschieden sich, zu ihr nach Hause zu fahren. Dort angekommen, stand ihr Auto noch in der Einfahrt. Sie riefen den Vermieter. Er brachte dann einen Zweitschlüssel vorbei. Norries Kollege ging rein. Im Schlafzimmer fand er Norrie auf ihrem Bett. Sie hatte zahlreiche Stichwunden. Notrufzentrale. Hier liegt eine Frau mit mehreren Stichwunden. Atmet sie? Ich weiß nicht. Wir schicken jemanden. Mach aber was.
Sie wurde entweder im Schlaf angegriffen oder als sie gerade aufwachte. Sie hatte zahlreiche Stichwunden am Körper. Allein 5 waren tödlich. Außerdem hatte der Täter die Kehle sogar 2-mal durchtrennt. Was für ein schrecklicher Tod. Die Ermittler gingen um das Haus herum. An der Nordseite befinden sich 4 Fenster. Eines mit Fliegengitter daran. Das Gitter war unten und an den Seiten aufgeschnitten. Dort stieg der Täter also ein. Man vermutete einen sexuellen Übergriff, nahm Abstriche, untersuchte Haare und Blutspuren. Aber es kam nichts dabei heraus. Obwohl sie nackt gefunden wurde, deutete sonst nichts auf sexuellen Missbrauch hin. Vielleicht schlief sie einfach nackt. Doch was war das Motiv des Täters? Und wer wollte sie umbringen? Ich habe alles getan, um nicht rückfällig zu werden. Als man Norris' Kollegen befragte, kamen ein paar Namen zusammen. Unter anderem Robert Spillett. Ich habe die junge Dame kennengelernt, als ich auf Bewährung rauskam und mir einen Job suchen musste. Sie hat uns gezeigt, wie man einen Lebenslauf schreibt. Er war ein Sexualstraftäter. Seine Bewährungsauflage war es, Arbeit zu finden. Laut Zeugenberichten wollte er bei der Arbeitsvermittlung immer mit Nori sprechen. Er fragte sie sogar, ob sie mit ihm ausgehen wolle. Und das mehrmals. Er sagte ihr, er träume auch von ihr. Sie gefiel ihm. Er war verrückt nach ihr. Er mochte sie sehr. Das ist Tori Adamczyk. 2 Jahre nach dem Mord an Nori wurde eine 16-jährige Schülerin auf ähnliche Art ermordet. Auch hier waren Messer die Tatwaffen. Tori Adamczyk und ein Freund erstachen eine Mitschülerin. Sie filmten den Mord, der ihnen offensichtlich Lust bereitete. Aber tötete Adamczyk auch Nori? Er war damals 16. Und als Nori starb? 14. Okay, weiter. 2010 konnten wir einen Fingerabdruck zuordnen, den man auf Norris Verandatür fand. Er stammte von Brad Comfer. Das machte ihn verdächtig. Die Polizei vernahm ihn. Kennen Sie dieses Haus? Nie gesehen. Er hat sich dort beraten lassen. Wann war das? 2001. Laut seiner Aussage war er nur kurz da. Er hat angeblich den PC benutzt, aber mit niemandem gesprochen. Genau. Brad Comfer ist öfter wegen Diebstahls und Körperverletzung mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Aber deswegen ist er ja kein Mörder. Und soweit wir wissen, kannte er Nori nicht persönlich. Ich frage mich die ganze Zeit, was ist das Motiv? Wenn wir es wüssten, ließe sich der Kreis der Verdächtigen eingrenzen. Ein Sexualstraftäter, ein Mörder und ein Dieb. Keiner davon hatte einen offensichtlichen Grund, Nori umzubringen. Der Täter wollte sie nicht missbrauchen, sondern einfach nur töten. Rio White war damals ihr Freund. Sie liebte ihn und auch seine Familie. Wie bei jedem Mord wurde er zunächst verdächtigt. Das machte es für ihn nicht gerade leichter. Schön, dass wir mit ihm sprechen dürfen. Ich kann verstehen, dass Noris Familie sich das nicht antun möchte, falls am Ende nichts dabei rauskommt. Hallo. Yolanda McClary. Rio. Nice to meet you. Danke für das Treffen. Ich danke Ihnen. Erzählen Sie uns bitte von Nori. Sie kannten sie am besten. Sie war ein sehr besonderer, wertvoller Mensch. Sie war immer nett zu allen, war fröhlich und lustig. Ich habe viele schöne Erinnerungen. Laut Norris' Freundinnen war sie schwer verliebt. Das stimmt, und das jahrelang. Sie redete nur von ihnen und sie mochte ihre Familie. Sie kam jeden Tag um 17 Uhr zu mir und dann plötzlich nicht mehr. Man hört so viel, aber keiner weiß, was genau passiert ist. Das war eine schlimme Zeit für mich. Ich wollte bei ihr sein, sie anrufen.
Danach habe ich mich lange Zeit verkrochen. Das war schrecklich. Die Mordkommission ist allen Hinweisen nachgegangen und hat Zeugen ausfindig gemacht. Wir haben hoffentlich bald eine Antwort für Sie und für Lauries Familie. Wir hoffen, der Kerl wird geschnappt. Wir auch. Eine Frage noch. Können Sie uns sagen, ob Nori nachts manchmal nackt schlief? Nicht, dass ich wüsste. Sie hatte immer ein Shirt oder ein Nachthemd an. Sie schlief nie ohne Bekleidung. Vielen Dank, dass Sie uns mehr von Nori erzählt haben. Nori schlief üblicherweise nicht nackt. Da es keinen sexuellen Übergriff gab, bleibt die Frage, warum der Täter sie auszog. Ihr Haus steht seit 10 Jahren leer. Dort ist alles so wie früher. Wir treffen die Ermittler bei dem Haus, in dem der Mord vor 10 Jahren geschah. Der Zaun steht noch. Um dieses Fenster geht's? Ja. Das Fenster wurde damals für spätere Untersuchungen ausgebaut. Wir glauben, dass der Täter das Fliegengitter an den Seiten und unten aufschnitt und dann das Fenster nach innen aufstieß. Der Täter war wohl ziemlich schlank, sonst wäre er nicht durch das Fenster gekommen. Ziemlich gelenkig. Und dazu leise. Man sollte ihn nicht hören. Der Täter hatte ein klares Ziel vor Augen. Der Mord war geplant, deswegen drang er in das Haus ein. Er verschaffte sich Zutritt. Gut. Vorsicht. Der Täter näherte sich am Abend der Tat Noris Haus, schnitt das Fliegengitter auf und kletterte durch das Fenster hinein. Er ging durch die Küche und betrat ihr Schlafzimmer. Das ist das Schlafzimmer. Man weiß nie, wie ein Mord genau ablief. Doch die Obduktion hilft uns, den Tathergang zu rekonstruieren. Nori hatte zahlreiche Stichwunden im oberen Brustbereich, am Rücken und an den Schultern. Als er auf sie einstach, lag sie wahrscheinlich auf dem Bauch und war wehrlos. Genau. Du bist Nori und schläfst. Du greifst an. Ich setze mich auf dich, um mehr Kontrolle zu haben, und steche mit rechts zu. Ich drehe mich, versuche dich abzuwehren. Ich falle runter, du machst weiter. Hier zog sich Nori die Abwehrverletzungen und die meisten tödlichen Stichwunden zu. Da unten ist es eng, man kann sich nicht wehren. Deswegen waren dort so viele Blutspuren. Sie war gefangen, sie hatte keinen Platz. Nori starb wahrscheinlich unten am Boden, man fand sie jedoch auf dem Bett. Wozu hat er sich die Mühe gemacht, sie wieder aufs Bett zu legen? Gute Frage. Sie lag teilweise auf einem Kissen. Etwas weiter rüber, so wie eben Kelly. Und das Bein? Auseinander. Das war er. Er hat also ihre Beine gespreizt? Er wollte sie sexuell missbrauchen, tat es dann aber doch nicht. Klingt plausibel. Auch wenn es keinen sexuellen Übergriff gab, hat der Täter ihn wahrscheinlich geplant. Außerdem wollte er einen Ring stehlen, ließ ihn dann aber zurück. An dem ausgestreckten Finger steckte ein Ring. Man fand ihn blutverschmiert. Sie trug ihn am linken Ringfinger, an der Hand für den Verlobungsring. Aber Nori war nicht mit Rio verlobt. Warum trug sie also diesen Ring und warum hat der Täter ihn abgezogen? Vielleicht wollte er ihn verkaufen. Dann wurde ihm aber klar, dass er sich damit verraten würde und er warf ihn weg. Was genau war es, was den Täter abschreckte? Sehr seltsam.
Der Mörder verließ das Haus durch die Verandatür. Die Tür, auf der man Brad Kampfers Fingerabdruck fand. Er ist bestimmt hier lang, um an der Straße nicht gesehen zu werden. Ab über den Zaun. Das graue Haus dort mit den weißen Läden gehört den Eltern von Tori Adamczyk. Echt nah. Kommen Sie. Hier entlang. This is Kelly. George Rats war Norris Nachbar. Vielleicht hörte oder sah er etwas. In dieser Nacht war mein Hund außer Rand und Band. Ich bin immer wieder raus, um ihn zu beruhigen. Ich habe nicht verstanden, weshalb er bellt. Wann war das? Gegen 2-3 Uhr. Als er bellte, haben Sie da Norris Tür im Blick gehabt? War da etwas? Ich konnte nichts erkennen. Was sahen Sie? Es war dunkel. Eigentlich ist dort eine Lampe. Aber sie war aus. Wäre sie angeschaltet gewesen, hätten Sie die Verandatür sehen können? Ja. Was ist mit dem Licht passiert? Es war zu dem Zeitpunkt schon seit 2 oder 3 Tagen kaputt. Irgendein Mann hatte sich die Lampe angesehen und daran herumgewerkelt. Danach war es dort nachts einfach dunkel. Davor brannte dort also immer Licht? Ja. Und dann war es auf einmal kaputt. Genau. Wer war der Mann? Das konnte ich nicht erkennen. Ihr Haus ist recht weit entfernt. Hatte er was mit der kaputten Lampe zu tun? Wer weiß. Aber es sah nicht so aus, als würde er die Glühbirne wechseln. Mir kam das alles ziemlich merkwürdig vor. Es ist schon sehr seltsam, dass jemand ein paar Tage vor dem Mord an Norris Außenlicht herumbastelte. Tori Adamczyk wohnte um die Ecke und konnte sich leicht daran zu schaffen machen. Ich würde gern mit Brian Draper sprechen. Brian Draper ist zusammen mit Adamczyk für den Mord an der Schülerin verantwortlich. Falls Adamczyk auch Norrie umbrachte, weiß Draper womöglich etwas. Matt Harris, Polizei Pocatello. Wir ermitteln, ob Adamczyk mit dem Mord an Norrie Jones im Jahr 2004 zu tun hatte. Den Gedanken hatte ich auch schon. Ich kann mich daran erinnern, dass wir mal an ihrem Haus vorbeigefahren sind. Damals hat er mir erzählt, dass dort eine Frau erstochen wurde. Besaß Tori damals irgendwelche Messer? Ja, 4 oder 5. Er hat sie mir gezeigt. Hat er Ihnen mal erzählt, dass er Tiere quälte? Ja, er hat öfters Katzen umgebracht. Wenn ich bei ihm war, hat er manchmal seine Katze gewürgt. Aber nur ein bisschen. Er erzählte mir, er habe einmal eine Katze im Boden vergraben, sodass nur noch der Kopf zu sehen war. Dann ist er mit einem Rasenmäher über sie gefahren. Viele Serienmörder werden als Kinder auffällig und quälen Tiere. So auch Tori Adamczyk. Aber tötete er auch Norrie? Ich habe ihn danach gefragt, als er schon im Gefängnis saß. Mir sagte er, er sei es nicht gewesen. Aber wer weiß, ob das stimmt. Man kann sowas ja nie genau wissen. Wir wollen Tori Adamczyk zum Mord an Norrie Jones befragen. Wo sind Sie? Gleich da. Alle Fragen parat? Ja. Haben Sie noch was? Finden Sie raus, ob er Norrie vor 10 Jahren ermordet hat. Das wäre toll. Wird gemacht. Tori Adamczyk lebte nur etwa 50 Meter von Norrie Jones entfernt. 2 Jahre nach dem Mord erstach er eine Mitschülerin. Okay, thank you. Ermittler Harris? Yes. Ja. Viel Glück. Me too. Danke. Er ist geschickt. Vor 8 Jahren wurde Adamczyk das letzte Mal zu Norries Mord befragt. Da war er erst 16. Waren Sie physisch in der Lage, so etwas zu tun? Physisch oder psychisch? Physisch.
Physisch schafft so etwas jeder. So back when you were 14, kannten Sie Nori, als Sie 14 waren? Nori beforehand? Nie gehört. Der Name sagt Ihnen nichts? Nein. Nie gesehen? Nein, ich kannte ja nicht mal den Namen. Welche Erinnerung haben Sie an den Mordfall? Ich weiß noch, dass die Straße komplett abgesperrt war, als wir nach Hause fuhren. Dann zeigten sie den Mord in den Nachrichten. Das war's auch schon. Wie viel wogen Sie damals? Um die 50 Kilo. Also dünn. Ja. Er war leicht genug, um durch das Fenster klettern zu können. Aber hätte er Nori überwältigen können? Sie wog fast doppelt so viel. Erzählten Sie jemandem, Sie hätten Nori getötet? Nein. Nicht mal im Scherz? Nein. Vielleicht einem anderen Häftling oder einem alten Freund? Nein. Ich glaube wirklich, dass er nichts verheimlicht. Sie saßen vor ihm. Er sagt, er wisse nichts. Ich hatte das Gefühl, er sagt die Wahrheit. Okay. Adamczyk hätte mit einem Geständnis nichts zu verlieren. Er sitzt so oder so bis ans Ende seines Lebens. Wir warten noch auf den DNA-Abgleich, aber wir gehen davon aus, dass er unschuldig ist. Robert Spillett belästigte Nori an ihrer Arbeitsstelle. Woher kannten Sie Nori? Wir hoffen, dass uns ihre Freunde sagen können, wie aufdringlich er war. Hat sie Ihnen von ihren Problemen erzählt? Sie hatte auf ihrer Arbeit immer wieder mit Typen zu tun, die unheimlich waren. Ich kann mich sogar erinnern, dass sie vor jemandem Angst hatte. Die Einzelheiten habe ich jetzt aber nicht mehr im Kopf. Nehmen Sie dort bitte Platz. Gab es Situationen, die Nori unangenehm waren? Es gab da einen älteren Mann, der sie einfach nicht in Ruhe ließ. Um ihn loszuwerden, kaufte sie sich selbst einen billigen Verlobungsring. Sie hoffte, dass er sich dann zurückziehen würde. So konnte sie ihm sagen, sehen Sie mal, ich bin verlobt. Lassen Sie mich in Ruhe. Es war der Ring, den der Mörder ihr nach der Tat vom Finger gezogen hat. Anscheinend kaufte sie ihn, um sich vor Robert Spillett zu schützen. Der Ring sollte sie beschützen. Aber als Robert den Ring sah, wurde er irgendwie nervös. Dass sie verlobt war, passte ihm nicht. Er konnte einfach kein Nein akzeptieren. Spillett war von Nori besessen. Bei seiner Vernehmung erzählte er sogar, dass sie auch in seinen Träumen auftauchte. Kommen wir noch mal zu dem Traum. Da war ein Bettlaken voller Blut. Wo befand sich das Laken in Bezug zum Körper? Darunter. Spillets Obsession machte ihn verdächtig. Ermittler Bill Collins vernahm Spillett damals. Er hat sie gestalkt, sie bis nach Hause verfolgt, um zu fragen, ob sie mit ihm ausgehen würde. Und dann erzählte er uns von diesem Traum. Im Traum lag sie mit Schnittwunden an den Beinen auf dem Boden. Er konnte ihr Zimmer beschreiben, Lampenschirme und auch die Tapete. Er sprach von einem blauen Bettlaken. Er machte sehr genaue Angaben. Was dachten Sie, als Sie merkten, dass seine Beschreibung auf den Tatort passt? Er muss dort gewesen sein. Die Polizei hat keine Bilder des Tatorts veröffentlicht. Woher wusste er also, wie es dort aussah? Als ich aufwachte, hat mich der Traum noch den ganzen Morgen beschäftigt. Ich war über mich selbst erschrocken. Ich fragte mich, ob ich zu so etwas in der Lage wäre.
Er weiß nicht, dass wir auf dem Weg sind? Nein. Das wird spannend. Er war von Nori besessen und wusste, wie der Tatort aussah. Außerdem sollte der Ring verschwinden, den sie gekauft hatte, um ihn abzuwimmeln. Diese Indizien weisen auf Spillett hin. Zeit, ihn zu befragen. Wie geht es Ihnen? Magenschmerzen, nicht gut. Würden Sie trotzdem kurz mit uns sprechen? Wer zur Hölle sind Sie? Polizei Pocatello. Er wusste sofort, worum es ging. Ich hielt sie für eine Freundin. Sie half mir dabei, eine Arbeit zu finden. Ich musste sie informieren, dass ich ein Sexualverbrecher bin. Aber ich hatte keine Lust, das jedem zu erzählen. Also hielt ich mich an sie. Und sowas wie Stalking oder wie man es nennt. So heißt es. Das kam mir nie in den Sinn. Wie oft waren Sie dort? Jeden Tag. Und Sie wollten sie immer zum Mittag einladen? Daran kann ich mich nicht erinnern. Ich wollte, dass sie zum Abendessen bei mir vorbeikommt. Aber ich sah sie immer nur in ihrem Büro. Ich habe das hier langsam satt. Warum werde ich ständig dazu befragt? Sie hatten einen ziemlich verdächtigen Traum. Den hatte ich, nachdem etwas über den Mord in der Zeitung stand. Den Traum? Ja. Wussten Sie von dem Ring? Ja. Warum trug sie ihn? Sie hatte einen Freund. Und sie luden sie trotzdem zum Essen ein? Ja, immer wieder. Spillett streitet nichts ab, aber er scheint überrascht, dass sein Verhalten Verdacht erregt hat. Völlig irre. Eins ist sicher, ich hatte keine Ahnung, wo sie wohnt. Außerdem stehe ich nicht auf Messer. Spillett hat immer eine Antwort parat. Viele Indizien deuten auf ihn. Doch ein Detail spricht dafür, dass er nicht der Mörder war. Die Fingerabdrücke am Tatort stammen nicht von ihm. Wir wollen herausfinden, wie genau Brad Comfers Fingerabdrücke auf die Verandatür kamen. Hey, I'm Abby. Hey, Gary, nice to meet you. Und prüfen, ob es Spuren auf dem Fenster gab. Was konnten Sie herausfinden? Wir haben das ausgebaute Fenster untersucht und konnten eine Spur sichern. Aufgrund dieser Spur am Fenster konnten wir DNA extrahieren. Und sie passt zu Bradley Scott Comfer. Diese DNA-Spur ist wichtig, aber sie ist außen am Haus entdeckt worden. Er ist ein Dieb. Vielleicht wollte er in das Haus einbrechen. Wir müssen beweisen, dass er im Haus war und Nori ermordet hat. Das ist die Verandatür. Sie öffnet sich nach außen. An der Tür fand man den Fingerabdruck eines linken Zeigefingers. Auf der Türkante war der Abdruck eines rechten Mittelfingers. So als hätte jemand die Tür beim Rausgehen so aufgehalten. Könnten Sie mir genau zeigen, wie Sie sich das vorstellen? Für die Fingerabdrücke könnte die Verteidigung 1000 Erklärungen finden. Die linke Hand drückt gegen die Tür, die rechte Hand ist hier. Die Fingerabdrücke befinden sich auf der Hintertür des Hauses. Das heißt noch lange nicht, dass die Person tatsächlich im Haus war. Es könnte sein, dass er die Tür so gehalten hat, ohne reinzugehen. Warum? Ich sage nur, es ist eine Möglichkeit. Brad Comfer war beim Haus. Aber hat das etwas zu bedeuten? Ist er deshalb der Mörder? Nein. Die Abdrücke sind ein Beweis. Sie sind draußen. Er musste ja von außen rein. Da war kein Blut. Nach so einem Mord hätten die Fingerabdrücke blutverschmiert oder zumindest ansatzweise blutig sein müssen. Er bestritt, dass er drinnen war, obwohl er eine Erklärung hätte. Anscheinend war er aber nicht im Haus. Er ist ein Dieb und das wäre in dem Fall seine Erklärung. Soweit wir wissen, kannte Brad Comfer Nori nicht und hatte auch kein Motiv für den Mord an ihr. Wir können nicht beweisen, dass er im Haus war. Trotzdem bleibt das ungewisse Gefühl, dass wir etwas übersehen. Ich würde mir die Tür gern nochmal ansehen. Ich kann mir vorstellen, dass er die Tür anfasste, aber nicht ins Haus ging.
Wir müssen sehen, ob wir aufgrund der Fingerabdrücke eindeutig beweisen können, dass er das Haus betreten hat. Wir fahren zum Tatort, um endgültig zu klären, ob Brad Kampfer im Haus war. Kelly wird auch vor Ort sein. Er untersuchte damals das Haus. Bitte drücken Sie einen Finger aufs Stempelkissen und zeigen uns dann, wo Sie die Abdrücke damals entdeckt haben, damit wir uns ein Bild machen können. Hier handelte es sich um den linken Ringfinger. Der zweite Abdruck, der entdeckt wurde, war hier oben. Er stammte vom rechten Mittelfinger. Man fand zwei Fingerabdrücke, die zu Brad Kampfer passten. Der erste befand sich an der Innenseite der Tür und zeigte schräg nach unten. Der zweite war an der Türkante. Er war waagerecht und passte zu Kampfers rechtem Mittelfinger. Er ist 1,75. Wie soll er da... Ganz einfach. Er steht hier und hält die Tür auf, während er redet. Bei seiner Größe wäre die Hand total verdreht. Und sehr weit oben. Logischer wäre, dass er aus der Tür kommt. Er hält sie fest und sieht nach, ob jemand da ist. Vor allem hält der die Hand nicht so, sondern so herum. Das passt dazu, dass er das Haus verlässt. Alle sind ziemlich überzeugt davon, dass die Fingerabdrücke darauf hindeuten, dass Brad Kampfer aus Norris Haus herauskam. Aber Kampfer kannte Norrie nicht. Er hatte kein Motiv. Seine DNA-Spuren am Fenster und die Fingerabdrücke an der Verandatür reichen als Beweise nicht aus. Does not get us there. Good afternoon, Lieutenant. How are you? Good. Ist das Gutachten fertig? Ja. Wir konnten den Täter bisher nicht überführen. Eine DNA-Analyse soll klären, ob einer der drei Tatverdächtigen im Haus war. Hoffentlich heißt es jetzt nicht, alles umsonst, sorry. Es wurden schon DNA-Analysen vorgenommen, allerdings gibt es da große Fortschritte. Eine neue Methode ist der Y23-Test. Damit lassen sich selbst schwache männliche DNA-Spuren identifizieren. Den Test wenden wir in diesem Fall an. Bei der Analyse der Bettdecke wurden drei unvollständige DNA-Profile erstellt. Allerdings sind sie zu schwach und somit nicht beweiskräftig. Das war wohl nichts. Danke, Yolanda. Der Ring, den man ihr abnahm, der interessiert uns. Die Spur ergab ein vollständiges männliches DNA-Profil. Es ist Brad Kampfer. Auf dem Ring. Auf dem Ring. Was für ein Glück. Sehr gut. Die DNA-Spuren unter ihren Fingernägeln. Wieder Brad Kampfer. Gott sei Dank. Keine Zweifel mehr und die übrigen Verdächtigen sind entlastet. Das wird eine solide Anklage. Einfach toll. Beim Vaginalabstrich fand man Sperma. Er stammt von Brad Kampfer. Es ging also doch um Sex. Er legte sie wieder aufs Bett. Eine Bestie. Absolut. Ich nehme an, dass er Norrie im Zusammenhang mit ihrer Arbeit traf und sie sein Interesse weckte. Er schraubt an ihrer Lampe herum. Wenige Tage später hat er sie dann vergewaltigt und ermordet. Ein besseres Gutachten kann man sich nicht wünschen. Es verriet ganz genau, was passiert ist. Er ist viel gestörter als gedacht. Aufgrund der erdrückenden DNA-Beweise brauchen wir uns um das Motiv keine Sorgen mehr zu machen. Und wir streichen Adamczyk und Spillett. Was nun? Verhaften wir Kampfer. Sofort? Ja. Ein Haftbefehl wegen Mordes. Scott Long und Matt Harris haben mit den Staatsanwälten gesprochen und sofort einen Haftbefehl für Brad Kampfer erhalten. Wir suchen Brad Kampfer. Hier ist die Liste seiner Tattoos und sein Foto.
Seine Verhaftung soll möglichst gewaltfrei verlaufen. Hier ist sein Haus. Aber bei einem Mörder muss man auf alles gefasst sein. Los. Wir fahren los. Wenn Sie ihn sehen, schlagen Sie zu. Da ist er. Schnappen Sie ihn gleich, wenn es geht. Wir wollen von ihm nur eins wissen. Warum tötete er Norrie Jones? Steigen Sie bitte ein. Worum geht's? Um einen Mord. Wir möchten Sie im Präsidium vernehmen, wenn Sie einverstanden sind. Ja. Norrie Jones? Ja. Dazu wurde ich schon befragt. Ich weiß nichts. Was für ein schöner Tag. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Ein toller Tag. Sein letzter schöner Tag. Sein Leben ist vorbei. Das weiß er. Ich wurde hier schon einmal befragt. Jetzt will ich einen Anwalt. Jetzt? Bevor Sie mit uns sprechen? Das wäre wohl das Beste. Das Beste. Umdrehen bitte. Ich lege Ihnen Handschellen an. Wie bitte? Ich verhafte Sie wegen Mordes an Norrie Jones. Rios Mutter und Vater sind auch da. Ich hoffe, dass Rio morgen Norris Eltern besuchen und ihnen alles erzählen kann. Darauf haben sie 10 Jahre lang gewartet. Norrie war eine wunderbare Frau. Dieser Mord ist grauenhaft. Brett Kampfer war so krank, gestört und bösartig, dass er es fertiggebracht hat, jemanden wie Norrie umzubringen. Schön, dass wir hier sein dürfen. Heute Morgen hat die Staatsanwaltschaft Pocatello Haftbefehl gegen einen Mann erlassen. Er wird beschuldigt, Norrie vor 10 Jahren ermordet zu haben. Sein Name ist Brett Kampfer, er wurde verhaftet. Nie gehört? Nein. Es ist nicht ganz geklärt, woher er Norrie kannte, aber das spielt keine Rolle. Er sitzt im Gefängnis und die Beweise gegen ihn sind erdrückend. Lebte er hier? Die ganze Zeit. Sie kennen ihn nicht. Das ist schön. Endlich bezahlt jemand für die Tat. Hauptsache, er wurde geschnappt. Es ist toll, wenn man einer Familie dabei helfen kann, ihren Frieden zu finden und einer Stadt das Gefühl von Sicherheit zurückgeben kann. Die Polizei hat nie aufgegeben und der Täter, der diese schreckliche Tat beging, sitzt jetzt hinter Gittern. Thank you guys. Thank you so much. Thank you. Norries Familie wollte die alten Wunden nicht wieder aufreißen für den Fall, dass der Mord nicht aufgeklärt wird. Doch jetzt, wo sie hören, dass der Täter verhaftet wurde, sind sie bestimmt erleichtert. Norrie kommt nicht zurück. Aber sie wissen zumindest, dass ihr Mörder verhaftet wurde. Brett Kampfer sitzt im Bannock County Jail in Untersuchungshaft. Bei einer Verurteilung droht ihm die Todesstrafe. Meine Frau ist letzte Nacht verschwunden. Sie ist mit dem Auto weg. Ihr muss was zugestoßen sein. Debbie Bailey war 32 und verheiratet. Sie hat sich zu Hause um ihre 2 kleinen Söhne gekümmert und dann passierte es.
Im Februar 97 verließ Debbie Bailey an einem Samstagabend gegen 11 das Haus. Als ihr Mann Barry nachts aufwachte, war sie immer noch nicht zurück. Ich fürchte, etwas Schreckliches ist passiert. Am nächsten Morgen fand man sie mit 4 Kopfschüssen am Straßenrand. Was wollte sie da? Schwer zu sagen. Mary Bailey sagte aus, Debbie könnte bei einem geplatzten Drogendeal ermordet worden sein. Was ich nicht verstehe, warum hat er seine Frau direkt nach ihrem Tod so in den Dreck gezogen? Sogar den Kindern gegenüber. Kriminaltechnisch ist die Aufklärung schwierig. Die Fingerabdrücke waren nicht beweiskräftig. Die Tat ist 17 Jahre her, aber es gibt viele Zeugen. Und Hinweise. Wir müssen alles zu einer schlüssigen Geschichte zusammenfügen, damit der Fall neu aufgerollt wird. Das Yakima County Sheriff's Department hat Barry Bailey immer zum Kreis der Verdächtigen gezählt. Aber es gab zu wenig Beweise gegen ihn. Die müssen wir jetzt liefern. 16 Jahre ohne Antworten. Die Ermittlungen wurden eingestellt. Der Mord bleibt ungeklärt. Viele Fälle könnten aufgeklärt werden. Der Tatort verrät, was passiert ist. Die Opfer verdienen Gerechtigkeit. Äpfel. Das ist ja toll. Bitte ohne Würmer. Hi, guys. Hello. I'm Kelly. Kelly Dave Johnson. Nice to meet you. I'm Judd Talbot. Oh, nice to meet you. Glad to have you here. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. We want auf eine schnelle Verhaftung. Daumen drücken. Okay. Wir haben einen Raum. Zeigen Sie. All right. Ich übernahm den Fall im Januar 1999. Damals traf ich Debbies Eltern. Ich wollte ihnen unbedingt helfen. Nub and Chamberlain. Hey, how you doing? Steve Spingola, sir. Steve, nice to meet you, sir. Wir haben Steve Spingola dazugeholt. Und Nub and Chamberlain ist zurück. Nub and Chamberlain. Dave? Morning. Nub, how you doing? Good. Nice to meet you. Ich habe 33 Jahre in der Strafverfolgung gearbeitet. Vor einigen Jahren konnte ich Kelly und Yolanda bei einem Fall helfen. Das war eine tolle Zusammenarbeit. Jetzt haben sie mich angerufen und ich habe sofort zugesagt. Super Team. Der wievielte Ermittler sind Sie? Der 6. oder 7. Der Fall ging durch mehrere Hände, aber es gab nie ausreichend Beweise für eine Anklage. Das ist ein typischer Indizienfall. Die lassen sich nur sehr schwer lösen. Hängen wir zuerst ein Bild des Opfers auf? Debbie hatte 2 Söhne, eine schöne Frau, 32 Jahre alt. Miss Washington-Kandidatin. Sie war eine tolle Mutter, sagen Freunde und Familie. Wie sah es am Tatort aus? Am frühen Morgen des 16. Februar 1997 wurde ein kleiner, zweitüriger VW am Straßenrand von mehreren Zeugen und zu unterschiedlichen Zeiten gesehen. Schließlich hielt jemand an, sah eine Frau im Auto und rief die Polizei. Hier sitzt eine Frau in einem Auto. Sie ist nicht bei Bewusstsein und alles ist voller Blut. Deborah Bailey hatte mehrere Schusswunden. Die Mordwaffe war eine halbautomatische Pistole Kaliber 22. Bis heute fehlt jede Spur von ihr. Der Todeszeitpunkt liegt zwischen 23 Uhr am 15. Februar und dem Fund der Leiche am frühen Morgen des 16. Laut Barry und den Kindern hatten sie ferngesehen. Barry sei gegen 10 auf dem Sofa eingeschlafen. Debbie habe später die Kinder zu Bett gebracht. Barry sagt, er sei um 1 aufgewacht. Da war sie weg. Gut, fangen wir mit den Fakten an, die Barry belasten. Dem Ehemann. Er erzählte einer Freundin namens Cindy Hill, die beim Notruf arbeitete, dass seine Frau weg sei. Er hat nicht direkt den Notruf angerufen. Right. Ich bin gerade auf dem Sofa aufgewacht.
ist bestimmt mit Freunden unterwegs. Ich kann sie nicht erreichen, ihr Handy ist aus. Er schafft sich ein Alibi. Und stellt sicher, dass alles aufgezeichnet wird. Dieser Anruf vom Festnetz bestätigt Barrys Alibi ab 1.23 Uhr morgens. Seltsam ist, dass er weniger um seine Frau besorgt ist. Viel wichtiger ist ihm, dass das Gespräch aufgezeichnet wird. Erwähnt er das nicht sogar? Stimmt. Was ist mit seinen späteren Aussagen, dass alle ihre Drogensucht beschönigen? Sie nimmt ständig Kokain für Hunderte von Dollar im Monat. Nach Debbies Tod stellt Barry sie vor der Polizei und den lokalen Medien als schwer drogenabhängig dar. Sie soll ihr ganzes Geld für Drogen ausgegeben haben, als sei sie ständig high gewesen. Ihre Freunde räumten ein, dass sie gelegentlich Drogen nahm. Doch alle beschreiben sie als zuverlässige Angestellte und gute Mutter, ganz anders als Barry. Anrufe? Einen, um 23.19 Uhr auf Barrys Handy. 43 Sekunden. Während Barry angeblich schläft, klingelt sein Telefon. Die Polizei glaubt, der Anrufer war Timmy McKimmy. Er ist der große Unbekannte in dem Fall. Die Polizei hielt immer Barry Bailey für den Mörder seiner Frau. Aber es gibt eine Verbindung zu Timmy McKimmy. Jetzt fragen wir uns, ob Timmy ebenfalls mit dem Mord zu tun haben könnte. Sie sind Freunde. Aber Deborah kannte er nur flüchtig, oder? Richtig. In der Befragung schlug der Lügendetektor zweimal stark aus. Dann nahm er sich einen Anwalt. Frage 1. Wissen Sie, wer Debbie erschossen hat? Nein. Dann, haben Sie den Mord mit jemandem geplant? Nein. Zweimal voller Ausschlag. Das Ergebnis ist vor Gericht nicht zulässig. Aber es wirft die Frage auf, ob er mehr weiß, als er sagt oder sogar an die Tat involviert war. Wir sollten uns diese Woche darauf konzentrieren, ob Barry Bailey möglicherweise ein Einzeltäter ist und selbst geschossen hat. Oder ob er den Mord in Auftrag gegeben hat und Timmy McKimmy der Schütze oder Fahrer gewesen ist. Wenn beide beteiligt waren, müssen wir ihr Motiv herausfinden. Außerdem müssen wir den genauen Tathergang ermitteln und Barrys Behauptung widerlegen, dass Drogen eine Rolle gespielt haben. Barry hat ständig mit den Ermittlern gesprochen und sie sogar kritisiert. Hat er irgendwann damit aufgehört? Nach der sechsten oder siebten Aussage. Wir müssen unbedingt mit Barry sprechen. Der schweigt seit 15 Jahren. Hoffentlich finden wir Beweise, die ihn belasten. Nach 17 Jahren haben Debbie und ihre Familie Gerechtigkeit verdient. Morning, folks. Morning. Morning. Das sind die Smothermans. Hi. Debbies Eltern und ihr Bruder Scott verfolgen die Ermittlungen seit Jahren. Sie hatten ein sehr enges Verhältnis zu Debbie. Debbie steckte immer voller Lebensfreude, schon vom Tag ihrer Geburt an. Und sie war ein Papakind. She was a daddy's girl. Sie hat mir bei der Arbeit geholfen. Sie war immer für mich da. Debbie hat sich viel um die Schwächeren gekümmert. Ihr Herz war groß. Von wem hatte sie ihr Aussehen? Sie war Miss Washington? Sie bekam eine Sonderauszeichnung. Wie war sie als Mutter? Die Jungs waren ihr Leben. Sie hat sie nicht aus den Augen gelassen. Nach ihrem Tod bekam Barry das Sorgerecht. Haben Sie Kontakt zu den Jungs? Wir haben alles versucht, aber leider kaum. Und zu Barry? Gar nicht. Barry hatte Carl, Pearl und Scott am Morgen von Debbies Verschwinden angerufen. Sie waren noch bei ihm, als die Polizei eintraf. Die Polizisten sagten, sie sei ermordet worden. Barry schob es auf die Drogen.
Ich will nicht ausschließen, dass sie mal einen Joint geraucht oder Drogen genommen hat. Das weiß ich nicht. Aber sie wäre nie so weit gegangen, dass sie ihre Kinder in Gefahr gebracht hätte. Niemals. Wir werden nochmal mit allen Leuten sprechen. Darauf haben viele Menschen gehofft. Sie glauben gar nicht, wie viele. Geben Sie nicht auf. Wir ermitteln am Mordfall Debbie Bailey, einer zweifachen Mutter. Lebend wurde sie zuletzt am 15. Februar 1997 gegen 23 Uhr gesehen. Eine Augenzeugin sah Debbies Auto gegen 23.20 Uhr. Brauchen Sie länger als 20 Minuten bis zu der Stelle? Nein. Die Zeugin konnte in der Dunkelheit nicht erkennen, ob Debbie allein im Auto saß. Wir müssen überprüfen, wo sich unsere Verdächtigen zu dem Zeitpunkt aufhielten. Thank you so much. Barry Bailey war von Anfang an verdächtig. Timmy McKimmy kam erst ins Spiel, als die Polizei die Verbindungsdaten von Barrys Handy überprüfte. Er hatte um 23.19 Uhr einen Anruf von ihm erhalten, welcher die Ermittler wiederum zu einem Freund von McKimmy führte, Gary von Horn. Timmy kam gegen 21 Uhr. Angekündigt? Nein, einfach so. Hat er telefoniert? Ja, in der Küche. Konnten Sie was hören? Nein, das nicht. Aber er gab mir $25 für meinen Pickup. Timmy sagte aus, er hätte Barry wegen eines Jobs angerufen, aber nicht den Pickup benutzt. Später gab er an, dass er damit Bier besorgt hätte. Aber er konnte nicht erklären, warum er nicht sein eigenes Auto genommen hatte. Wissen Sie noch, wann McKimmy gefahren ist? Um 11 oder 11:30. Echt seltsam. Was genau? Dass er sich mitten in der Nacht einen Pickup leiht, fand ich merkwürdig. Ich bin dann eingeschlafen. Timmy hat mich gegen 12:30 geweckt und gab mir die Autoschlüssel zurück. Barry bestritt im Verhör den Anruf von McKimmy, bis er mit dessen Aussage konfrontiert wurde. Dann fiel ihm plötzlich ein, dass sie über eine Autoreparatur gesprochen hätten. Beide Männer wollten das Telefonat verheimlichen. Wir müssen klären, was sie in dem Zeitraum gemacht haben. Sollen wir mal aufschreiben, für wann Barry und McKimmy kein Alibi haben? Wo die Lücken sind. Die Frage ist, hatten die Verdächtigen die Gelegenheit, das Verbrechen zu verüben? Wir müssen sehen, ob es Lücken oder Widersprüche gibt. Zu welcher Zeit steigen wir ein? Wann war Timmy bei Gary von Horn? Ab 9. Weiter. 10:15, Barry schläft ein. Was macht Debbie? Schaut fern mit den Kindern. Um 11 bringt sie sie ins Bett. Um 23.19 Uhr ruft Timmy von den Van Horns aus auf Barrys Handy an. Um 23.20 Uhr wird Debbies Auto auf der Straße gesehen. Sie ist also zum Tatort unterwegs, vielleicht mit Barry. Da war Timmy noch bei den Van Horns. Dort fährt er um 11:30 los und kommt erst um 1 wieder zurück. Weiter. Barry ruft Cindy an. 1:23 Uhr. Die Ermittler fanden niemanden, der Barry ein Alibi von 11 bis 1:23 geben konnte. Oder Timmy von 11:30 bis 1 Uhr, als er wieder bei den Van Horns eintraf. Timmy und Barry haben im gleichen Zeitraum kein Alibi. 1,5 Stunden. Direkt nach ihrem Telefonat und zu der Zeit, als Debbies Auto gesichtet wurde. Die Frage ist, haben Barry und Timmy zusammengearbeitet? Rechnen wir das mal durch. Wie viele Minuten braucht Timmy vom Haus bis zum Tatort? Kalkuliert großzügig. 30. 30 Minuten bis dort. Timmy hätte innerhalb von 90 Minuten zum Tatort kommen, Barry nach Hause bringen und wieder zurück zu den Van Horns fahren können. In dem Szenario wäre es auch möglich, dass Timmy geschossen hat, während Barry Schmiere stand. Dann fährt er Barry nach Hause und bringt den Pickup zurück. In der Zeit haben sie kein Alibi.
Wir haben Debbies Auto nochmal zum Tatort bringen lassen. Es war die ganze Zeit von der Polizei beschlagnahmt. Wir haben Debbies Mann die Rückgabe des Autos, in dem sie ermordet wurde, verweigert. Schließlich ist es Teil des Tatorts. Den Wagen an den Ort zurückzubringen, vermittelt uns einen Eindruck über den Tatort. Sehr abgelegen. Nachts muss es hier stockdunkel sein. Kaum vorstellbar, dass sie nachts allein hierher gefahren ist. Ein perfekter Ort für einen Mord. Wir sind an der Stelle, an der Debbie Baileys Leiche 1997 gefunden wurde. Hi. Hello. Hey. Ziemlich abgelegen. Wir haben Debbies Auto hier, außerdem Jeff Gillespie. Er leitete die Ermittlungen und zeigt uns, was er damals vorgefunden hat. Sie ist von zu Hause hierher gefahren. Was haben Sie vorgefunden? Ich kam gegen Mittag zum Tatort. Eine Frau war über dem Lenkrad zusammengesackt. Sie hatte Schusswunden am Kopf und war schon länger tot. Neben der Fahrertür lagen drei Patronenhülsen vom Kaliber 22 auf der Straße. Der Fundort der Patronenhülsen macht folgendes Szenario äußerst wahrscheinlich. Eine Person ist auf Debbie zugegangen und hat ihr dreimal in den Kopf geschossen. Aber es gibt auch Hinweise, dass jemand auf dem Beifahrersitz saß. Es lag etwas auf der Rückbank. Ihre Handtasche. Zu. 99% aller Frauen legen sie neben sich. Ich lege meine Handtasche nur auf die Rückbank, wenn jemand neben mir sitzt. Sonst habe ich sie neben mir. Das macht jede Frau so. Es scheint also in der Tatnacht einen Beifahrer gegeben zu haben. Warum kamen dann die Schüsse von draußen? Am Schweller haben wir einen Abdruck gefunden, wahrscheinlich von einem Schuh- oder Stiefelabsatz. Ist wohl beim Aussteigen passiert. Er war frisch. Also könnte auch der Beifahrer der Mörder sein. Steigen Sie ein. Debbies Beifahrer steigt also aus und hinterlässt dabei einen Abdruck mit dem rechten Schuh. Er geht hinten ums Auto. Debbie bleibt sitzen. Er lässt sie das Fenster öffnen. Sie macht es auf. Tun wir so, als sei es offen. Ich dachte, sie hätte nach hinten geschaut. Nein, nach vorne. Warum ging der Täter hinten rum? So konnte er die Waffe zücken. Unbemerkt von ihr. Die Schüsse kamen aus diesem Winkel. Geben Sie mal den Schützen. Stimmt die Entfernung? Locker. Etwa ein halber Meter. Bang. 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 Dreimal. Dann geht er rum. Bang. Vierter Schuss in den Hinterkopf. Wenn jemand mit Debbie zum Tatort gefahren ist, hätte er einen Fahrer gebraucht, um wieder wegzukommen. Es können also sowohl dieser Fahrer als auch der Beifahrer Debbie erschossen haben. Die Frage ist, warum? Nichts geklaut. Die Handtasche war unberührt. Jeff Gillespie brachte Barry 8 Tage nach dem Mord zum Tatort. Zu dem Zeitpunkt hatte ihm die Polizei noch keine Details zur Tat genannt, wie zum Beispiel die Anzahl der Schüsse. Ich sagte zu Barry, erzählen Sie mir doch mal, wie die Tat abgelaufen sein könnte. Und er meinte, sie ist mit ihrem Dealer hierher gefahren und konnte ihn nicht bezahlen. Es ging vielleicht um 75 oder 100 Dollar. Dann hat der Dealer behauptet, er müsste pinkeln. So konnte er aussteigen und um das Auto herumgehen. Dann ist er ans Fenster gekommen. Kurze Pause, dann nochmal. Und sie war tot. Ohne Details von der Polizei zu kennen, konnte Barry die Situation ziemlich genau so schildern, wie sie die Ermittler rekonstruiert hatten. Wenn hier wirklich ein Drogendeal schiefgegangen wäre, hätte der Dealer nicht die Handtasche unberührt liegen lassen. Wir müssen herausfinden, ob es stimmt, was Barry behauptet, dass Debbie öfter als nur gelegentlich Drogen konsumiert hat. Befragen wir die Zeugen. Die Ermittler fanden keine Verbindung zu Drogen, aber sie befragten Terry Morton, einen Freund des Ehepaares.
Hat er jemals gesagt, wen er für den Mord an Debbie verdächtigte? Er war überzeugt, dass es ein Dealer gewesen sein müsste. Von wem bekam sie die Drogen? Zuletzt von Tim McKimmy. Die Drogen kamen von Timmy? Alle kauften bei ihm. Terrys Aussage, dass Timmy ein Dealer gewesen sein soll, ist ein Volltreffer. Aber das verrät uns nicht, ob Debbie Drogenschulden hatte. Sie hat nur ab und zu Drogen genommen. Wie viel hat sie dafür ausgegeben? Barry gab mir im Gegenzug Marihuana und etwas Geld dafür. Er hat die Drogen gekauft? Ja. Wenn Barry wirklich Marihuana gekauft und damit gehandelt hat, um an Kokain zu kommen, warum schiebt er die ganze Sache dann ihr in die Schuhe? Wir waren mit 4 Paaren unterwegs und ich sollte die Drogen besorgen. Nicht sehr diskret. Er hat sie für Debbie gekauft und für sich. Laut unseren Zeugen hat Barry Drogen genommen, sie gekauft und damit gehandelt. Nach außen hat er sich über ihren Drogenkonsum beklagt. Dabei hat er seinen Teil dazu beigetragen. Barry hat am meisten über seine Frau gelästert. Er meinte, ich habe drüber nachgedacht, sie mit zum Angeln zu nehmen und über Bord zu schmeißen. Wenn sie nach dem Ruder greift, haue ich es ihr auf den Kopf. Ein Monat später war sie tot. Ich glaube, es war Barry, 100%. Sehr gut. Barry Bailey und Timmy McKimmy hätten beide die Gelegenheit gehabt, Debbie zu ermorden. Aber wir müssen mehr über Barrys und Debbies Ehe wissen. Das könnte uns zum Motiv führen. Barrys erste Frau hatte ihn der Misshandlung bezichtigt. Hat sich das bei Debbie fortgesetzt? Wie stand es damals um die Beziehung der beiden? Er ist öfter ausgerastet. Einmal hat er sie geschubst. Mehr nicht, nur geschubst? Ja, ich war trotzdem erschüttert. Hat sie mal von Scheidung gesprochen? Ich weiß nur, dass er nicht wieder sein Hab und Gut mit einer Ex-Frau teilen wollte. Er war ja schon mal verheiratet. Wie hat er das gemeint? Ihm ging's um Geld, hat er gesagt. Er? Seine erste Frau bekam die Hälfte des gemeinsamen Besitzes. Zu viel, wie Barry fand. Haben Barry und Debbie wirklich kurz vor der Scheidung gestanden? War das sein Motiv für den Mord? Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Star und Debbie kannten sich über ihren Job bei einem Inneneinrichter. Einmal kam sie sehr aufgebracht zur Arbeit. Sie wollte mit mir sprechen, denn damals leitete ich eine gemeinnützige Organisation, die Frauen bei Scheidungen, Kontaktverboten und so half. Ich fragte sie, was ist los? Sie erzählte mir, dass ihr Mann sie körperlich, aber vor allem emotional misshandelt hätte. Er wollte ihr Leben kontrollieren. Und kurze Zeit später war sie tot. Offiziell hatte sie keine Scheidung eingereicht. Die Frage ist, hat sie Barry damit gedroht? Barry durfte von unserem Gespräch nichts erfahren. Wenn er davon gewusst hätte, wäre das sehr gefährlich gewesen. Julie Cambridge war Debbies engste Freundin und ihre Chefin. Sie sprach fast täglich mit ihr und als ihre beste Freundin muss sie gewusst haben, wie es um Debbies und Barrys Ehe stand. Einmal hat er sie geschlagen. Da hat sie sich gerecht. Als er schlief, hat sie die Decke festgeknotet, sodass er sich nicht befreien konnte. Dann hat sie mehrmals mit der Bratpfanne auf ihn eingeschlagen. Sie sagte ihm, beim nächsten Mal würde sie noch härter zurückschlagen. Ihre neue Unabhängigkeit gefiel ihm gar nicht. Okay. Kurz vor ihrem Tod erzählte sie mir, dass sie an Scheidung dachte. Barry war in illegale Sachen verwickelt
Deshalb war sie sicher, sie würde das alleinige Sorgerecht bekommen. Das wollte er sich wohl nicht bieten lassen. Er hatte Angst, alles zu verlieren. Also erschoss er sie. So muss es gewesen sein. Ich fürchte, die Beweise gegen ihn sind mit hier begraben worden. Okay. In den Jahren vor und auch nach Debbies Tod wurde Barry wegen Hehlerei, Brandstiftung, Diebstahl und Misshandlungen verurteilt. Debbie wusste von seinen kriminellen Machenschaften. Es ging um Drogen und gestohlene Autos. Vielleicht hat sie gedroht, ihn zu verraten. Das könnte das Motiv sein. Das bringt den Fall echt weiter. Barry hatte also ein Motiv. Er und Timmy hatten die Gelegenheit. Die Frage ist, womit sie den Mord begangen haben. Debbie wurde mit einer Pistole Kaliber 22 erschossen. Nach dem Mord händigte Barry seine Waffen aus, aber keine passte zur Tat. Wir müssen herausfinden, ob Barry oder Timmy Zugang zu anderen Waffen hatten. Zum Beispiel zur Pistole, die Debbie den Ermittlungen nach selbst besessen haben soll. Barry, Debbie und ich saßen am Küchentisch. Da zeigte sie die Waffe, die Barry ihr gekauft hatte. Sie war klein, etwa so. Doch irgendwann war sie verschwunden. Aber ich weiß, dass es sie gab. Ich hatte sie in der Hand. Al Farnsworth glaubt zu wissen, wo sie ist. Barry und er arbeiteten nach Debbies Tod häufig auf Baustellen zusammen. 2001 ging Al zur Polizei, weil Barry verdächtige Aussagen gemacht hatte. Wir sollten ein Hotelschild aufstellen und waren dabei, das Loch auszuheben und die Armierungseisen einzusetzen. Da sagte er, die Mordwaffe läge zerlegt in einem Fluss. Außerdem meinte er, dass er es bereuen würde. Hat er gesagt, was genau er bereut? Den Mord. Ist das Ihre Deutung oder hat er das gesagt? Meine Deutung. Er wollte mehr erzählen, aber ich habe gesagt, sei still. Laut Al Farnsworth hat Barry ihm damals anvertraut, er habe die Waffe ins Wasser geworfen. Doch das hat dem Staatsanwalt nicht gereicht, um Anklage zu erheben. Aber wenn man seine Aussage und die der anderen Zeugen nimmt, kann man vermuten, dass Debbies verschwundene Pistole die Mordwaffe ist. Doch wir werden sie wohl nicht finden. Wollte er mehr erzählen? Vielleicht, aber dann hätte ich wohl auch eine Kugel in den Hinterkopf bekommen, wie seine Frau. Wir versuchen schon die ganze Woche, Timmy McKimmy zu finden. Sehen Sie Tim noch? Nein. Er wohnt nicht mehr in der Stadt. Ist er überhaupt noch in der Gegend? Weiß nicht. Er könnte der entscheidende Zeuge sein. Mit ihm könnte die Staatsanwaltschaft einen Deal machen, wenn er nicht der Schütze ist. Wir haben mit früheren Chefs und seiner Ex gesprochen. Jemand meinte, Tim sei jetzt Couchsurfer. Wir konnten Timmy einfach nicht ausfindig machen. Er ist untergetaucht und bezieht auch kein Geld vom Staat. Und? Sie wohnt hier seit August. Er nicht? Nein. Vielleicht hat er von den Ermittlungen erfahren oder die Gegend verlassen. Morgen treffen wir den Staatsanwalt. Bis dahin brauchen wir einen hinreichenden Tatverdacht. Steve und Judd fahren nach Idaho und sprechen mit Barry. Wir konnten Timmy zwar noch nicht finden, aber das weiß Barry nicht. Das wollen wir zu unserem Vorteil nutzen. Wie weit ist es noch? Keine Ahnung. Uns geht noch das Benzin aus. Die Fahrt dauerte 3,5 Stunden. Barry lebt auf einer Ranch in Idaho. Dort sah es aus wie auf einem kleinen Schrottplatz. Ist das das Haus? Scheint so. Ich sehe jemanden. Müsste er sein. Wir klopften. Als er öffnete, dachte ich, ihm bleibt das Herz stehen. Mit Ermittlern hatte er wohl nicht gerechnet. Es geht um den Mord an Deborah Bailey. Ich denke fast täglich an Debbie und frage mich, wer sie getötet haben könnte.
Vielleicht waren es mehrere. Wer weiß. Ich bin ziemlich sicher, es waren Mexikaner, denen sie Geld geschuldet hat. Viel Geld. Wer war ihr Dealer? Von den Kreisen habe ich mich immer ferngehalten. Ich hasse Drogen. Schon immer. Im Fernsehen zeigen sie doch jetzt immer, wie dieses Kartell in Mexiko Leute enthauptet. Die Gewalt ist wirklich schrecklich. Die Welt geht vor die Hunde. Ein Menschenleben ist kaum noch was wert. Es gibt doch niemand mehr, was auf die Ehe und ihre Unantastbarkeit. Erinnern Sie sich an die 22er-Pistole, die Sie Debbie geschenkt haben? Sie hat sie auf einer Party gezeigt und war richtig stolz darauf. Debbie hat Waffen gehasst. Das ist mir ein Rätsel. Könnte sein, dass ich sie ihr gegeben habe. Sie wollte sie weiterverkaufen. Hat sie sie all die Jahre behalten? Debbie hat mich oft angelogen und Dinge von mir verheimlicht. War Scheidung ein Thema? Sie wollte sich wohl trennen. Das hat mich geschockt. Ich habe es aber erst lange nach ihrem Tod erfahren. Überzeugen Sie mich. Warum waren Sie es nicht? Ich hätte es nicht tun können. Unmöglich. Ich hätte ihr nichts antun können. Haben Sie Al Farnsworth gesagt, dass Sie es bereuen? Nein. Behauptet Al das? Ja. Vielleicht habe ich gesagt, es gibt Dinge an Debbie, die ich nicht vermisse. Sie war nicht immer ehrlich. Das kann Ihnen jeder bestätigen. Die Sache mit den Drogen vermisse ich sicher nicht. Sie haben Al auch erzählt, dass die Mordwaffe in Einzelteilen im Fluss liegt. Stimmt das? Nein. Machen Sie einen Lügendetektor-Test? Nein. Können Sie vergessen. That's weird. Woher weiß Al das sonst? Ich habe ihm nichts gesagt. Aus welchem Grund hätte ich das tun sollen? Und Tim? Was denken Sie, was der uns erzählt? Weiß nicht. Raten Sie mal. Keine Ahnung. Oh Gott. Tim ist das schwächste Glied. Verrückt. Hören Sie auf, Barry. Was würden Sie sagen, wenn wir Ihnen einen einmaligen Deal anbieten? Ein Albtraum. Für Debbie. Lassen Sie mich in Ruhe. Dinge ändern sich, Barry. Das kann richtig übel für Sie werden. Es sei denn, Sie nehmen den Deal sofort an. Nein, ich weiß, was Sie vorhaben. Das kann ich nicht. Nein? Ich kann nichts gestehen, was ich nicht getan habe. Hören Sie auf. Ich beende jetzt das Gespräch. Ich stoppe die Aufnahme. Die Zeit, 7:07. Wir sind durch ganz Washington und bis nach Idaho gefahren. Ihr habt Barry getroffen. McKimmy war nicht ausfindig zu machen. Mit allen anderen Zeugen haben wir gesprochen. Kommen Sie wegen Mordes dran? Wenn wir beweisen, dass McKimmy schon vor der Tat involviert war, ja. Die Indizien deuten darauf hin, dass zwei Personen den Mord begangen haben. Und wir wissen, dass Timmy McKimmy Barry kurz vor der Tat angerufen hat. Da könnte er schon gewusst haben, was passieren wird. Ihr präsentiert nicht Barrys Lügen, sondern stellt seine Aussagen denen unserer glaubhaften Zeugen gegenüber. Damit haben wir einen starken Fall. Sagt Bescheid, wenn der Staatsanwalt da ist. Die Ermittler ziehen sich noch einmal zurück, um sich auf das Treffen vorzubereiten. Das war Jim Haggerty. Jim Haggerty hat gerade angerufen. Sie haben sich entschieden. Keine Anklage. Nein?
Zu wenig Beweise. Wow. Without even meeting with us, die Staatsanwaltschaft hat den Bericht gelesen und entschieden, den Fall nicht anzunehmen, ohne uns angehört zu haben. Wir präsentieren Ihnen trotzdem unsere Erkenntnisse. Well, thank you for doing that. Ich musste meine Tränen zurückhalten. Judge ging die Sache sehr nah. Wir wussten nicht weiter. Es war zum Verrücktwerden. Wir wollten was tun. Wir haben nichts zu verlieren. Wir kämpfen für unseren Fall. Wir haben ein inoffizielles Treffen mit 4 Staatsanwälten. Dave, Judd und ich werden Ihnen Punkt für Punkt jedes einzelne Indiz vorlegen, um Sie davon zu überzeugen, den Fall wieder aufzunehmen. Angefangen mit dem Verdächtigen, dessen Motiv die drohende Scheidung war. Barry durfte von unserem Gespräch nichts erfahren. Beide Verdächtige haben kein Alibi für den Zeitraum des Mordes. Und Timmy hat seine Aussage über den Pickup mehrfach geändert. Dass er mitten in der Nacht einen Pickup leiht, fand ich merkwürdig. Barry behauptet, ein Dealer habe seine Frau ermordet. Aber laut Zeugen hat Barry die Drogen für Debbie bei McKimmy gekauft. Die Drogen kamen von Timmy? Alle kauften bei ihm. Das Opfer wurde wohl mit ihrer eigenen Waffe erschossen. Barry soll sie angeblich entsorgt haben. Da sagte er, die Mordwaffe liegt zerlegt im Fluss. Um glaubhaft zu wirken, hat Barry seine Frau die ganze Zeit schlecht geredet. Ich spürte, wie die Stimmung im Raum umschlug. Da sah ich zu Judd rüber. Ihm ging es genauso. All right, guys. Es gibt eine Anklage. Am Ende haben sie sich die Fallakten aufgeteilt, um das Verfahren vorzubereiten. Wir haben sie überzeugt. Jetzt bekommt ihr endlich, worauf ihr so lange gewartet habt. Hoffentlich klagen sie Barry und Timmy McKimmy wirklich an. Gute Arbeit. Zum Glück wird der Fall jetzt doch neu aufgerollt. Das war ein harter Tag, vor allem für die Ermittler vor Ort. Carl, Pearl und Scott werden erleichtert sein. Sagt ihr es ihnen? Ja. Dann los. Hallo. Hi. Es war schön, den Smothermans die gute Nachricht zu überbringen. Judd und Dave konnten die Staatsanwälte überzeugen, den Fall wieder aufzunehmen. Gut. Alle Freunde von Debbie, mit denen wir gesprochen haben, waren froh, dass der Fall nicht zu den Akten gelegt wurde. Hätte nicht besser laufen können. Ich habe auf sie gesetzt. Das haben wir für Sie, Ihre Frau und Scott gemacht. Ich habe die Hoffnung in all den Jahren nie aufgegeben, auch wenn es mit der Zeit immer unwahrscheinlich erschien, dass es eine Anklage gibt. Es ist, als wären meine Gebete beantwortet worden. Es ist kein Tag vergangen, an dem ich Gott nicht gefragt habe, warum. Jetzt hat er wohl gesagt, es ist an der Zeit. Dafür bin ich dankbar. Lassen Sie sich umarmen. Ich weiß, ich sehe Sie wieder. Sie wartet da oben auf mich. Irgendwann sind wir wieder vereint. Nach Durchsicht der Akten erließ die Staatsanwaltschaft von Yakima County Haftbefehl gegen Barry Bailey. Er wurde am 14. Januar 2015 verhaftet und wegen Mordes an Deborah Bailey angeklagt. Kommst du gerne nach Ohio? Ja, ist schön grün hier. Wir sind in Fairview Park, Ohio. Hier starb Gwen Bewley 2007 unter mysteriösen Umständen. Für eine 67-Jährige war sie sehr aktiv. Wäre ich auch gerne in ihrem Alter. Sehr temperamentvoll, oder? Beherzt. Sie mochte Rollschuh laufen und war völlig unbeschwert. Toll in dem Alter. Alle mochten sie.
Gwen war gerade vom Rollschuhtraining zurück. Da bemerkte ein Nachbar Rauch und meldete das Feuer. Notrufzentrale. Es brennt. Wo? Gegenüber der neuen Schule. Bist du unterwegs? Als die Feuerwehr eintraf, entdeckten sie Gwen auf dem Küchenfußboden. Sie war bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Wird ein schwieriger Fall. Wegen des Feuers, ganz klar. Die Ermittler glaubten, hier sollte ein Mord durch Brandstiftung verschleiert werden. Denn Feuer ist kriminaltechnisch eine Herausforderung. Hier hat es wichtige Hinweise zerstört, wie Gwen zu Tode kam. Auch deshalb ist der Fall bisher ungelöst. In der Strafverfolgung sind Brandstiftungen die strittigsten Fälle. Ich kenne viele Urteile, die wieder aufgehoben wurden. Bei Brandstiftung ist präzise Arbeit gefordert. Wir müssen die Beweismittel genau unter die Lupe nehmen, wenn wir zweifelsfrei beweisen wollen, dass es sich hier um Mord und nicht um einen tragischen Unfall handelt. 16 Jahre ohne Antworten. Die Ermittlungen wurden eingestellt. Der Mord bleibt ungeklärt. Viele Fälle könnten aufgeklärt werden. Der Tatort verriet, was passiert ist. Die Opfer verdienen Gerechtigkeit. Waren Sie alle schon 2007 hier? Ich habe damals den Anruf angenommen. Paul und ich arbeiteten in einer Schicht. Sie haben damals gute Arbeit geleistet. Darauf wollen wir aufbauen. Sehr gut, danke. Wir haben viel Zeit und Arbeit in den Fall gesteckt. Zusammen mit Kelly und Yolanda können wir ihn jetzt hoffentlich abschließen, für die Polizei und die Bevölkerung. Hey! Hello, ladies. What's up, Mr. Alan Brown? Diesmal unterstützt uns Alan Brown. Es gibt nicht viele Zeugen, deshalb müssen wir sie ganz genau befragen. Das kann kaum jemand besser als Alan. Wie viele Mordfälle gibt es hier? Einen alle 10 Jahre. Deshalb erkennen wir beim Vorbeifahren noch jeden Tatort. Sprechen wir über das Opfer. Tolles Bild, stammt von? Der Familie. Roter Hut Club. Die Mitglieder gelten als lebenslustig und beherzt. Sie hat ihr Leben genossen. Gwen war Mutter und Großmutter. Sie war ein Freigeist und hat nur getan, was ihr Spaß machte. Schildern Sie uns den Fall. Am 29. August 2007 erhielten wir um 16.45 Uhr einen Notruf. Rauch stieg über einem Hausdach auf. Als ich zum Haus kam, lief ihr Nachbar Scott Shaleen auf mich zu. In der Auffahrt stand ein Auto. Ich fragte, wem es gehört. Und er sagte, das ist Gwens Wagen. Ich ging ums Haus, kam aber wegen der Hitze nicht näher ran. So schlimm? Ja. Sie war 67. Kann sie nicht auch gestürzt sein? Das nahmen wir erst an, aber die Obduktion ergab etwas anderes. Der Rechtsmediziner fand weder Kohlenmonoxid noch Ruß in Gwens Lungen. Das heißt, sie war tot, bevor das Feuer ausbrach. Trotzdem müssen wir beweisen, dass ihr Tod kein Unfall war. Das ist bei Brandstiftung immer die erste Hürde. Wir können kaum sagen, welche Verletzungen sie hatte. Viele Beweise sind verbrannt. Zum Glück ist der Brandermittler wie bei einem Mord vorgegangen. Den müssen wir unbedingt sprechen. Er hat die Brandstiftung untersucht. Wenn wir den Fall vor Gericht bringen, spielen seine Ergebnisse eine wichtige Rolle. Außerdem müssen wir zweifelsfrei beweisen, dass es ein Mord war. Erster Verdächtiger? Scott Shaleen. Der Nachbar. Seit 4 Jahren. Waren Sie befreundet? Ja. Relevante Vorstrafen? Körperverletzung, Drogenbesitz, Scheckbetrug. Scott sagte, er sei gegen 16 Uhr zurückgekehrt. Er habe Rauch bemerkt und nach seinem Haus geschaut. Am Tatort gab sich Scott Shaleen als hilfsbereiter Nachbar und beantwortete Fragen zu Gwens Haus. Aber im Laufe der Mordermittlung geriet er unter Verdacht. Scott war zu Hause, als es brannte. Er hat es bemerkt und dann nach seinem Haus geschaut.
In seiner ersten Aussage gab Scott an, er habe Rauch gerochen, aber kein Feuer gesehen. Seltsam, dass er nicht nach seiner Nachbarin geschaut hat, die er angeblich so gut kannte. Wer noch? Timothy Shalane. Tim Shalane ist Scotts Bruder. Er war kurz zuvor bei ihm eingezogen und hatte sich schnell mit Gwen angefreundet. Wie war sein Verhältnis zu Gwen? Ich würde sagen, sie waren Freunde. Sie vertraute ihm ihre Finanzen an. Sie kannten sich erst kurz, seit Mai. 3 Monate? Ja. Er sah sie als Letzter. Zu Hause. Vor der Tat. Am Tag des Mordes war Tim zum Mittagessen bei Gwen. Danach ist er laut seiner Aussage mit Gwens Mietwagen 2 Stunden nach Michigan gefahren. Demnach wäre er nachmittags nicht im Haus gewesen. Und seine einschlägigen Vorstrafen? Fälschungen, Betrugsdelikte. Er wurde mit ihren Sachen gefasst. Kreditkarten und Mietwagen. Tim durfte ihr Auto benutzen, um zur Arbeit zu fahren. Michigan und zurück. Eine Woche nach Gwens Tod wurde Tim in ihrem Mietwagen angehalten und wegen unbefugter Nutzung des Fahrzeugs verhaftet. Die Polizei fand darin außerdem Eigentum von Gwen, 3 Kreditkarten und einen Laptop. Als Gwen lebte, durfte Tim den Wagen und ihre Kreditkarten benutzen. Er war ihr Finanzberater. Aber nach ihrem Tod war das verdächtig und strafbar. Er saß dafür im Gefängnis. Sie haben selten mit Mordfällen zu tun und sind es nicht gewohnt, Fälle vor dem Staatsanwalt zu präsentieren. Nein. Das werden Sie in diesem Fall müssen. Alles, was Sie uns jetzt in allen Details schildern, wird später wichtig sein, um die Staatsanwaltschaft zu überzeugen. Aber wir machen Sie fit dafür. Viel Arbeit. Wir müssen zweifelsfrei beweisen, dass Gwens Tod kein Unfall war. Der Bericht des Brandermittlers muss vor Gericht bestehen. Dann sind da noch die Shalane-Brüder. Sie kannten das Opfer und wohnten nebenan. Wir müssen herausfinden, ob sie mit der Tat zu tun hatten. Ich kann mir das Kleinstadtleben vorstellen, auch wenn du es nicht glaubst. Snacks für einen guten Zweck verkaufen, Bingo spielen. Ist sehr heimelig hier. Wir treffen Sue, eine von Gwens Töchtern. Wir wollen mehr über ihre Mutter erfahren, um ein besseres Bild von Gwens Welt zu bekommen. Erzählen Sie von ihr. Von den Großeltern meiner Kinder lebte nur noch sie. Sie war lebhaft, ging rollschuhlaufend, spielte in einer Golfliga und konnte nicht stillsitzen. Ein echter Wirbelwind. Rollschuhlaufen? Mit 67? Sie hat ihr Leben in vollen Zügen genossen. Aber sie hat sich auch mit Leuten angefreundet, von denen sie sich besser ferngehalten hätte, oder? Ich habe mir nie Sorgen gemacht. Sie war so unabhängig. Was sollte ihr in Fairview Park passieren? Sie haben den Nachbarn ihrer Mutter vertraut. Sie schwärmte immer, wie hilfsbereit und freundlich alle sind. Vielleicht hat sie sich zu sehr geöffnet. Sie haben jeden ihrer Fälle gewonnen? Da müssen Sie einen sehr guten Instinkt haben. Das ist es nicht. Es geht darum, gut vorbereitet zu sein und sich um jedes noch so kleine Detail zu kümmern. Und es ist eine Teamleistung. Wir tun alles, was wir können, damit endlich Anklage erhoben werden kann. Ich hoffe sehr, dass Sie Ihr Ziel erreichen und der Fall meiner Mutter endlich aufgeklärt wird. Schön, Sie kennengelernt zu haben. Wir beginnen unsere Ermittlungen mit einer Untersuchung des Tatorts. Deshalb fahren wir zu Gwens Haus, um uns einen Eindruck zu verschaffen. Brandermittler Frank Reitmeier unterstützt uns dabei. Hier haben Scott und Tim gelebt. Als ich eintraf, lief Scott auf mich zu. Ich fragte ihn, wem gehört das Auto? Und er antwortete, Gwen, sie muss im Haus sein. Konnte man damals auch über den Zaun sehen? Ja. Ehrlich gesagt, war mir nicht klar, wie eng die Häuser zusammenstehen. Da fragt man sich, warum Scott nicht gemerkt hat, dass Gwens Haus brennt. Das sind nur 6 Meter. Hoffentlich verrät uns ein Blick in Gwens Haus mehr. Wir ermitteln im Fall der 67-jährigen Gwen Bewley. Sie wurde vor 7 Jahren verbrannt in ihrem Haus gefunden.
Ganz anders als früher. Brandermittler Frank Reitmeier stellt uns seine damaligen Ergebnisse vor. Hier die Füße. Und hier der Kopf. Sie hat einen Abdruck auf dem Boden hinterlassen, denn unter ihrem Körper ist der Boden nicht verbrannt. Wenn es bei einem Brand Tote gibt, muss man am Tatort wie bei einem Mord vorgehen. Man hat nur die eine Chance, Beweise zu sammeln. Zum Glück hat Frank Reitmeier genau das gemacht. Seine Tatortanalyse beweist hoffentlich, dass es Brandstiftung war. Was hat alles zu dem Feuer beigetragen? Man muss erst den Brandherd finden, bevor man etwas zur Ursache sagen kann. Hier war es die Küche. Um zu klären, ob es sich um Brandstiftung handelt, müssen zunächst die Elektrik und andere Gefahrenquellen ausgeschlossen werden. Es gab keinen Kurzschluss und auf dem Herd stand auch nichts Brennbares. Die Brandspuren am Herd, an den Wänden und den Schränken deuten auf ihren Körper als Brandherd. Das Feuer muss von dort ausgegangen sein. Dann sind die Flammen an die Decke geschlagen und haben sich weiter ausgebreitet. Feuer benötigt drei Dinge: Hitze, Brenn- und Sauerstoff. In diesem Fall diente Müll auf Gwens Leiche als Brandbeschleuniger. Die Belüftung versorgte das Feuer mit Sauerstoff. Und mit zunehmender Hitze schlugen die Flammen bis an die Decke und ergriffen schließlich das ganze Haus. Was lässt Sie darauf schließen, dass wir es hier nicht mit einer alten Dame zu tun haben, die nach einem Sturz gestorben ist? Wir haben kleine Teile von verbranntem Papier und Pappe auf ihrer Leiche gefunden. Das war für uns die Bestätigung, dass brennbares Material auf ihr abgelegt und angezündet wurde. Wenn sie nach einem Sturz auf den Kopf gestorben wäre, wie hätte das alles auf ihrer Leiche landen sollen? Das macht keinen Sinn. So was passiert doch nicht. Und wie hat es sich entzündet? Jemand hat sie angesteckt. Ganz meine Meinung. Sie war schon vor dem Feuer tot. Und damit sollte der Mord vertuscht werden. Wie kommt unser Verdächtiger ins Spiel? Ich denke, er war hier und es kam zum Streit. Sie hatte die Tür nicht abgeschlossen. Er hätte leicht ins Haus kommen können. Ich denke, sie hat ihn nicht gesehen. Er könnte sie erstickt oder erwürgt haben. Sie steht in der Küche. Und er kommt von hinten. Bevor sie weiß, was passiert, hat er sie am Boden und drückt ihr die Luft ab oder erstickt sie. Auf den Tatortfotos wirkt es so, als sei ihre Leiche am Kopf, am Hals und am Oberkörper am stärksten verbrannt. Vom linken Arm war kaum was übrig. Möglicherweise wollte der Täter so die Verletzungen vertuschen, die er ihr zugefügt hatte. Diese schlimme Geschichte ist mitten in Fairview Park, Ohio, passiert. Einem schönen, sicheren Ort. Niemand sah die Gefahr für Gwen kommen. Und dann geschah es. Das Szenario des Brandermittlers ergibt Sinn. Mit dem gesicherten Beweismaterial können wir hoffentlich eines Tages die Geschworenen überzeugen, dass Gwen ermordet wurde und die Tat durch Brandstiftung vertuscht werden sollte. Wir haben ein klares Bild vom Mord. Jetzt müssen wir den Tatzeitpunkt eingrenzen. Gwens Freundin Lynn Marie Malik sprach um 14.08 Uhr mit ihr. Das ist der letzte Zeitpunkt, an dem jemand mit ihr Kontakt hatte. Sie haben am Tag des Brandes mit ihr telefoniert. Wir waren dabei, uns für den nächsten Tag zu verabreden. Doch dann sagte sie plötzlich, sie müsse auflegen. Warum? Ich hatte den Eindruck, es war jemand an der Tür. Sie beendete das Gespräch, um mit jemand anderem zu sprechen? Oder was anderes zu tun. Aber sie hat sich nicht richtig verabschiedet, sondern überstürzt. Gwen hat um 14.08 Uhr aufgelegt und um 16.45 Uhr meldeten Nachbarn das Feuer in ihrem Haus. In diesem Zeitraum muss der Mord passiert sein. Das ist leider ein ziemlich großes Zeitfenster. Wir müssen es eingrenzen. Dann können wir es mit Scotts und Tims Alibis abgleichen. Hier, Len. Nein, rechts.
Jeffrey Kendall stand am Tattag nachmittags vor Grants Haus im Stau. Ich habe einen Mann gesehen, der ohne anzuklopfen ins Haus gegangen ist. Wissen Sie noch wann? Ich bin um 3:30 bei der Arbeit los. Bis zum Haus brauche ich 10 Minuten, also zwischen 15.40 Uhr und 15.45 Uhr. Kendall ist ein wichtiger Zeuge. Wenn er Grants Mörder um 3:40 vor ihrem Haus gesehen hat, grenzt das unser Zeitfenster ein. Ich weiß nicht mehr genau, ob da noch ein Mann war. Es könnte so gewesen sein. Ich bin nicht sicher, ob er aus seinem Haus kam oder schon vor ihrem stand. Aber ich meine, er stand bereits davor. Bitte stellen Sie keine Vermutungen an. Ich glaube, sie standen beide dort. Aber ich weiß nicht mehr, wie der andere aussah. Und ich glaube, da stand ein Pickup. Ja, Ford? Jeffrey Kendall hat das Herz im rechten Fleck. Er will uns helfen, aber er hat nach seiner ersten Aussage in jeder weiteren etwas hinzugefügt. Vielleicht hat er was in den Nachrichten gesehen oder war noch mal am Haus. Jetzt kann er nicht mehr genau sagen, was er damals gesehen hat. So taugt er als Zeuge nicht viel. Er sollte uns nur die Zeit bestätigen, 15.30 Uhr, und dann erzählt er den ganzen anderen Kram. Davon höre ich heute zum ersten Mal. Man kann sich aus Zeugenaussagen nicht herauspicken, was einem gefällt. Übereifrige Zeugen gibt's leider in jedem Fall. Im Kreuzverhör geht er unter. Für uns ist er verbrannt. Die Verdächtigen im Mordfall Gwen Bewley sind ihre Nachbarn Tim und Scott Shalene. Hey, Miss Arthur, how you doing? I'm Alan Brown. We're just kind of Wir rollen den Fall von damals neu auf. Um mehr über Gwens Verhältnis zu den Brüdern zu erfahren, sprechen wir mit einer ihrer besten Freundinnen, Pat Arthur. Beschreiben Sie Gwen. Sie hat allen vertraut. Ich war wirklich irritiert, als sie mir erzählte, dass sie sich von ihren Nachbarn mit den Finanzen helfen ließ. Sie sagte mir, dass die beiden sich auskennen würden, weil sie in dem Bereich gearbeitet hätten. Sie meinen, die Brüder haben das beruflich gemacht? So klang's bei ihr. Waren es beide oder nur einer? Der eine lebte eine Zeit lang allein in dem Haus. Dann kam sein Bruder dazu. Hat Gwen über Finanzen gesprochen, als der Bruder noch allein wohnte? Ich glaube nicht. Sie sagt, bis Tim in die Stadt kam, war Scott kein Thema. Genau. Sie hatte sich einen Computer gekauft und ihm gegeben. Er sollte ihr zeigen, wie man ihn bedient. Und, hat er? Nicht, dass ich wüsste. Auch nicht, ob sie ihren Computer zurückbekommen hat. Dieser Computer muss der Laptop sein, den Tim bei seiner Verhaftung dabei hatte. Die Polizei hat ihn beschlagnahmt. Merkwürdig ist nur, dass Scott Shalene kurz nach Tims Festnahme das Gerät als seins ausgab. Im Auto waren persönliche Gegenstände von mir. Welche? Ein Laptop. Wir nehmen gerade alles auf. Haben Sie den Kauf belegt? Nein. Wie teuer war er? Weiß ich nicht mehr. Suchen Sie den Beleg. Dann können Sie den Laptop mitnehmen. Nicht, dass er verschwindet. Der Computer gehörte nicht ihm, sondern Gwen. Er hat ihn nicht gekriegt. Warum behauptet er, es sei seiner? Und warum will er ihn unbedingt zurück? Wir brauchen starke Beweise, dass Tim oder Scott mit dem Mord an Gwen zu tun hatten. Die Frage ist, wo waren sie zum Tatzeitpunkt? Scott hat immer gesagt, dass er nach seinem Termin um 14.30 Uhr mit dem Bus nach Hause gefahren wäre. Kurz nach seiner Rückkehr habe er Rauch gerochen. Tim will nach dem Mittagessen mit Gwen um 12:45 Richtung Michigan aufgebrochen sein.
Eric Devlin hat früher für die Staatsanwaltschaft gearbeitet. Jetzt gehört er zu unserem Team. Er ist Computerforensiker und ein absoluter Technikfreak. Da die Tat noch nicht so lange her ist, können wir Tims und Scotts Bewegungen anhand von Handyverbindungsdaten analysieren. Das übernimmt unser IT-Experte Eric Devlin. Ein Handy meldet sich ständig am nächsten Sendemast an. Jedes Mal, wenn das Handy Daten anfordert, lässt es sich orten. So können wir Längen und Breitengrad ermitteln. Am 29. August 2007 kam um 13.43 Uhr ein Anruf von Tim Sherlins Handy. Da war es in der Nähe von Gwen Bewley's Haus eingeloggt. Obwohl er zu der Zeit auf dem Weg nach Michigan gewesen sein will. Er hat gesagt, er sei um 12.45 Uhr losgefahren. Wann war der Anruf? Fast eine Stunde später. Tim ist also nicht um 1:15 losgefahren. Entweder hat er sich vertan oder gelogen. Aber um die Zeit war Gwen noch am Leben. Um 14.33 Uhr ruft Scott seinen Bruder auf dem Handy an. Da war Tims Handy immer noch im Umkreis von 2,5 Kilometern von Gwens Haus. Um 14.33 Uhr? Korrekt. Außerdem wissen wir sicher, dass die Brüder nicht zusammen waren. Denn während Tims Handy in der Nähe des Hauses ist, lockt sich Scotts Handy 25 Kilometer vom Tatort entfernt ein. Der Anruf um 14.33 Uhr beweist zwei wichtige Dinge. Erstens, dass Tim immer noch nicht auf dem Weg nach Michigan war. Und zweitens, dass Scott in der Nähe des Gebäudes war, wo sein Termin stattfand. Und kurz zuvor hatte Gwen einen Anruf aus unbekannten Gründen überstürzt beendet. Dann kommt eine große Lücke. Zwei unbeantwortete Anrufe. Die Anrufe erreichen Tim Sherlin nicht und landen direkt auf seiner Mailbox. Tim geht eine Stunde nicht ans Handy, von 14.56 Uhr bis 15.52 Uhr. Zuvor hat er mehrfach telefoniert, aber nicht während des Brands. Das passt perfekt. Uns helfen nicht nur seine Telefonate weiter, sondern auch die Anrufe, die ihn nicht erreicht haben. Die Frage ist, was hat er zu dem Zeitpunkt gemacht? Der nächste Anruf kam um 16.05 Uhr von Tim Sherlins Handy. Entfernung vom Haus? 5 Kilometer. Ein anderer Sendemast. Um 16.05 Uhr ist er 5 Kilometer entfernt und die Nachbarn bemerken Rauch. Ein Handy-Sendemast liefert uns rund um die Uhr Daten. Damit können wir beweisen, dass Tim Sherlins Handy Ohio am Tattag nicht verlassen hat. Warum behauptet er, in Michigan gewesen zu sein, und was hat er die ganze Zeit in der Nähe von Gwens Haus gemacht? Wir wissen jetzt, dass Tim kein Alibi hat und wollen mehr über ihn erfahren. Er kam damals ins Gefängnis, als er Gwens Kreditkarten nach ihrem Tod benutzte. Jetzt müssen wir herausfinden, ob er Gwen auch vor ihrem Tod bestohlen hat. Deshalb überprüfen wir die Finanzen der beiden. $311.30 auf Tim Sherlins Konto. Einen Monat vor dem Mord an Gwen zahlte Tim $311.30 auf seine Kreditkarte ein. Am selben Tag wurde Gwens Kreditkarte mit demselben Betrag belastet. Das beweist, dass Tim Gwen nicht nur nach ihrem Tod bestohlen hat, sondern schon vorher. Das ist ein wichtiger Hinweis. Am 8.8. erfolgt die Rückbuchung. Sie hat's gemerkt. Wir wissen also nicht nur, dass Tim Gwen bestohlen hat, sondern auch, dass sie es bemerkt und das Geld 10 Tage später auf ihr Konto zurückgeholt hat. Wie können wir beweisen, dass Tim die Rückforderung bemerkt hat? Das Geld war plötzlich wieder weg. Er muss gewusst haben, dass sie ihm auf die Schliche gekommen ist. Aber damit allein kommen wir vor Gericht nicht durch. Wenn Tim Geld von Gwen gestohlen, sie es herausgefunden und ihn damit konfrontiert hat, haben wir ein Motiv für den Mord. Aber solange wir das nicht beweisen können, haben wir nichts in der Hand. Wenn das Konto noch existiert, tut's nicht. Was machen wir dann? Wenn wir niemanden finden, der uns die Transaktion offiziell belegen kann, ist das alles nur heiße Luft. Wir müssen beweisen, dass Tim wusste, dass Gwen ihm auf die Schliche gekommen ist. Jemand muss es bezeugen können, sonst ist es vor Gericht nicht zulässig. Wir müssen aufzeigen, dass Tim keinen Ausweg mehr sah. Aber wie? Das ist die Frage. Gwens Laptop, den die Polizei bei Tim beschlagnahmt hat, könnte die Antwort liefern.
Holt ihn, er könnte der Schlüssel sein. Bei der ersten Durchsuchung wurde nichts Verdächtiges darauf gefunden. Aber wir hoffen, dass Eric Devlin mit aktueller Software etwas entdeckt, mit dem wir Tims Motiv beweisen können. Bitte sehr. Hi Scott. Können wir mit Ihnen sprechen? Ja. Während Eric den Laptop untersucht, sprechen wir mit Scott Shaleen. Es ist verdächtig, dass er als direkter Nachbar nichts gegen das Feuer bei Gwen unternommen hat. Dazu kommt, dass er unbedingt den Laptop von der Polizei haben wollte. Irgendetwas ist da faul. Was haben Sie gemacht, bevor Sie nach Hause gekommen sind? Ich hatte einen Termin. Wann haben Sie das Feuer bemerkt? Ich hatte mir gerade ein Bier aufgemacht. Dann stand jemand vor meiner Tür und meinte, nebenan brennt es. Ich kann mich erinnern, Sie fühlten sich verantwortlich für Gwens Tod. Ich habe den Rauch gerochen und nichts getan. Deshalb fühlte ich mich schuldig. Gwen war schon tot. Wussten Sie das? Nein. Sie müssen mir jetzt unbedingt die Wahrheit sagen. In Ordnung, Scott? Wir haben bei Tims Festnahme einen Laptop sichergestellt. Ist das Ihrer? Nein, sein. Nicht Ihrer? Nein. Er gehörte Gwen. Wussten Sie das? Nein. Dann die Kreditkarten. Keine Ahnung, was er damit wollte. Haben Sie Ihren Bruder irgendwann mal gefragt, warum er Gwens Kreditkarten hatte? Was hat er gesagt? Dass er nicht viel abgehoben hat. Das war seine Ausrede? Aber warum hatte er sie überhaupt? Hat er nicht gesagt. Scott kam sehr glaubhaft rüber. Er schien wirklich überrascht zu sein, dass der Laptop nicht seinem Bruder gehörte. Aber bis Eric den Computer fertig untersucht hat, bleibt er verdächtig. Hi, this is Detective Harrington from Fairview Park Police Department. How are you? Tim Shaleen hat vor und nach ihrem Tod Geld von Gwen gestohlen. Aber ein Betrüger ist noch kein Mörder. Wir müssen mit anderen Frauen aus Tims Leben sprechen, um sein Verhalten besser zu verstehen. Wie war Ihr Verhältnis? Wir waren Kollegen. Er hat Porträtfotos gemacht und ich war für das Make-up zuständig. Doch dann wurde er seltsam. Was meinen Sie damit? Er hat mir am Telefon gesagt, dass er mich lieben würde. Aber er hat auch gedroht, mich und meine Kinder umzubringen. Wenn Sie nicht mit ihm ausgehen? Ja. Hatten Sie Dates? Ja. Wie oft? Nach dem zweiten oder dritten Mal hatte ich kein gutes Gefühl mehr. Dass ich kein Interesse an ihm hatte, machte ihn richtig sauer. Feindselig? Ja, richtig böse. Mit ihm stimmt was nicht. Er ist nicht der, für den er sich ausgibt. Ich kenne niemanden, der so manipulativ ist. Er hat mir richtig Angst gemacht. Ein Beispiel? Einmal hatte ich genug von ihm. Da hat er mich zu Boden geworfen und mir in den Arm gebissen. Ich habe geschrien. Als ich mich befreit hatte, habe ich die Polizei gerufen. Die hat ihn mitgenommen. Aber am nächsten Tag stand er wieder vor meiner Tür. So ist er. Er ist ein Stalker. Als würde man dem Teufel in die Hände fallen. Da kann man nur verlieren. Aus Gwens Tod ist mehr als ein ungelöstes Verbrechen geworden. Wir scheinen es mit einem schlimmen Psychopathen zu tun zu haben. Hi, this is Detective Harrington. Ich habe was auf dem Computer gefunden, das Sie sich ansehen sollten. Der Verdacht gegen Tim Shaleen erhärtet sich. Wir glauben, dass er Gwen Bewley ermordet hat. Aber wir müssen nachweisen, dass er wusste, dass Gwen ihn beim Stehlen erwischt hatte. Wir suchen ja keinen Mordplan auf dem Rechner, aber was wir brauchen, ist die Gewissheit, dass er vor dem Mord die Rückbuchung gesehen hat. Schwarz auf weiß. Wir haben alle Zeugen befragt und Beweise untersucht. Unsere letzte Hoffnung ist der Laptop. Eric Devlin meint, er hätte was drauf gefunden. Hi, Sunshine. Good morning. Sehr müde? Ja. Sehr gut. Ich saß bis halb vier morgens dran. Oh, wow.
Ich habe ein forensisches Abbild der Festplatte gemacht. Das können wir auch vor Gericht verwenden. Wir versuchen zu beweisen, dass Tim Shaleen wusste, dass Gwen Bewley ihr Geld zurückgefordert hatte. Mit einer Anzeige hätte sie ihn wieder ins Gefängnis gebracht. Am 16. August hat sich jemand auf diesem Computer in ein Kreditkartenkonto eingeloggt. Mit Benutzername und Passwort. Ich kann beweisen, es war Tims Konto. Er hat sich 12-mal angemeldet. Vor dem Mord? Und er hatte den Laptop? Wir wissen, dass Gwen Bewley am 8. August den gleichen Betrag auf ihre Kreditkarte zurückgefordert hat, den Tim zuvor gestohlen hatte. Jetzt haben wir den Beweis. Tim hat von der Rückbuchung gewusst. Denn er hatte sich mehrmals mit E-Mail-Adresse und Passwort bei seinem Konto angemeldet. Auch noch am Morgen von Gwens Tod. Und zwar auf dem Computer, der in seinem Auto sichergestellt wurde, als er vor 7 Jahren verhaftet wurde. Jetzt haben wir ihn. Er hat mehrfach den Kontostand geprüft. Dann kam er zum Mittagessen. Gut. Das lief bestimmt nicht harmonisch ab. Die Website zu rekonstruieren ist unheimlich kompliziert. Da haben wir heute viel bessere Software. Vor 7 Jahren wäre das noch nahezu unmöglich gewesen. Die Version meines Programms ist gerade erst vor einem Monat veröffentlicht worden. Dank der brandneuen Technologie können wir sicher sagen, dass Tim seinen Kontostand wusste. Haben wir damit vor Gericht Bestand? Auf jeden Fall. Perfekt. Tim stand vor den Trümmern seiner Existenz. Wir haben jetzt den Beweis und jemanden, der das bezeugen kann. Ein Hoch auf Nerds. Vielen Dank. Alles deutet auf Tim Shaleen. Was machen wir mit seinem Bruder Scott? Ihre Meinung? Ich glaube, er hatte nichts mit dem Mord oder dem Brand zu tun. Er wirkte vom Feuer und ihrem Tod ziemlich geschockt. Sie fühlten sich verantwortlich für Gwens Tod. Ich habe den Rauch gerochen und nichts getan. Deshalb fühlte ich mich schuldig. Scott war 4 Jahre lang Gwens Nachbar. Es gab nie Probleme, bis sein Bruder auftauchte. Die Handyverbindungsdaten bestätigen Scotts Alibi. Er war zum Tatzeitpunkt 25 Kilometer von Tim entfernt. Scott ist bei seiner Aussage geblieben und scheint sehr betroffen über Gwens Tod zu sein. Deshalb kommen wir zu dem Schluss, dass Scott Shaleen nichts mit dem Mord an Gwen Bewley zu tun hat. Damit streichen wir ihn nicht nur von der Liste der Verdächtigen, sondern machen ihn zum Hauptzeugen gegen seinen Bruder. Und er wird ein guter Zeuge sein. Scott schließen wir aus. Jetzt knöpfen wir uns Tim Shaleen vor. Darauf habt ihr all die Jahre gewartet. Tim ist wegen des Diebstahls von Gwens Mietwagen und ihrer Kreditkarten immer noch auf Bewährung. Heute hat er einen Termin bei seinem Bewährungshelfer. Paul lässt ihn dort festhalten, bis wir da sind, damit wir mit ihm sprechen können. Nach Ablauf der Bewährung kann er überall hinziehen. Hier hält ihn nichts mehr, deshalb müssen wir uns beeilen. Er ist noch nicht da. Tim ist bisher nicht erschienen. Ist er gezürnt? Scheint so. Wir wollen Tim Shaleen nach seinem Termin mit dem Bewährungshelfer überraschen. Doch noch ist er nicht da. Ja, Sir? Er ist jetzt in der Lobby? Ich bin auf dem Weg, danke. Machen Sie das? Mir sagt er bestimmt nichts. Tim? Wir haben viele Fragen. Sie wollen, dass ich mich selbst belaste. Ich habe nichts getan. Nein, ich möchte nur antworten. Darauf lasse ich mich nicht ein. Fragen Sie doch Ihre Töchter. Die waren scharf auf Ihr Geld. Die Töchter waren's? Ja. Ein böser Mensch.
Er hat einen kalten und bösen Blick. Das habe ich lange nicht mehr erlebt. Der kann einem wirklich Angst machen. Wir können Tim nicht zwingen, mit uns zu sprechen, aber ungelöste Fälle enden selten mit einem Geständnis. Oft entscheiden kleine Details und Widersprüche. Wie sehen Sie Ihre Chancen? Der Staatsanwalt fragt immer als erstes, haben Sie neue Beweise? Und diesmal haben wir wirklich welche. Es steht zweifelsfrei fest, dass Gwen ermordet wurde und das Feuer Brandstiftung war. Sie war schon vor dem Feuer tot. Und damit sollte der Mord vertuscht werden. Handy-Verbindungsdaten belegen, dass Tims Alibi für den Tattag falsch war. Er war nicht in Michigan, sondern in der Nähe von Grants Haus. Und Tim war eine Zeit lang nicht zu erreichen. Da hat er es getan. Er ging eine Stunde nicht ans Handy. Dazu kommt Tims Hang zu Gewalt gegenüber Frauen. Gegen ihn kann man nur verlieren. Richtig böse. Er drohte, sie umzubringen? Ja. Er stellt den Frauen nach. Und schließlich gelang uns durch digitale Forensik der Beweis. Tim wusste, dass Gwen ihn beim Stehlen erwischt hatte. Am 16. August hat er den Kontostand geprüft. Dann kam er zum Mittagessen. Der Tathergang lässt sich genau nachvollziehen. Reicht das für den Staatsanwalt? Ja. Drückt uns die Daumen. Kelly und Paul präsentieren den Fall dem Staatsanwalt. Jetzt heißt es abwarten. Nach der jahrelangen Arbeit an diesem Fall stehen die Ermittler kurz vor dem Ziel. All right, all right. Tommy? Wir haben es geschafft. Nach 7 Jahren kommt der Fall endlich vor Gericht. Darüber bin ich sehr glücklich. Wir haben viel Arbeit reingesteckt und unser Ziel erreicht. Ein sehr gutes Gefühl. Er hat den Staatsanwalt überzeugt. Paul hat zum ersten Mal einen Mordfall präsentiert. Aber er hat das wie ein alter Hase gemacht. Ich bin sehr stolz auf ihn. Sie haben uns geholfen, neue Beweise zu sammeln. Der Fall ist wasserdicht. Melden Sie sich, wenn noch was ist. Wir informieren Sue und ihre Schwester. Die werden sich freuen. Wir überbringen Gwens Töchtern die gute Nachricht. Hallo, Ladies. Good to see you again. Thank you. Okay. How are you? Okay. Thank you. After 7 Nach 7 Jahren erfahren sie endlich, wer ihre Mutter ermordet hat. Wir freuen uns, Ihnen sagen zu können, dass der Staatsanwalt nach all den Jahren ein Verfahren gegen Tim Shaleen wegen Mordes an ihrer Mutter einleiten wird. Dafür können Sie sich vor allem bei Paul Shepard und Tom Harrington bedanken. Es hat 7 Jahre gedauert. Zum Glück haben Kelly und Yolanda uns unterstützt. Ich hoffe, meine Mutter weiß, dass wir nie aufgegeben haben. Meine Mutter hat es nicht verdient, so zu sterben. Jetzt erfährt sie endlich Gerechtigkeit. Ich will den Mann hinter Gittern sehen. Danke, dass Sie den Fall übernommen haben. Es war uns eine Ehre. Ich wusste immer, dass die Gerechtigkeit siegen würde. Jetzt können wir nach vorne schauen. Danke. Gern. Paul erwartet Ihren Anruf. Schön, dass wir Ihnen die gute Nachricht persönlich überbringen konnten. Gwen Bewley war eine Frau, die das Leben liebte. Zu ihr fühlten sich alle hingezogen. Deshalb gaben ihre Töchter keine Ruhe, bis der Mörder ihrer Mutter zur Rechenschaft gezogen wird. Tim Shaleen wurde am 31. Dezember 2014 wegen Mordes an Gwen Bewley verhaftet. Ich habe die Tür geöffnet und der Fernseher lief. Dann habe ich Lisa gerufen, aber sie antwortete nicht. Also habe ich sie gesucht. Ich war schockiert, als ich Kaylee gesehen habe. Sie lag auf dem Boden und war übel zugerichtet. Es war der schlimmste Moment meines Lebens.
Was hältst du von dem Fall? Es ist erschreckend und traurig, dass ein sechsjähriges Mädchen und ihre Mutter umgekommen sind. Lisa Bennett war alleinerziehend und vergötterte ihre Tochter Kaylee. Wer bringt eine Sechsjährige um? Ich glaube, sie wurde getötet, weil sie eine Zeugin war. Sonst bringt niemand ein Kind um, das ein Malbuch ausmalt. Am 16. Juni 1993 fand Kayleys Großmutter ihre Enkelin tot auf. Sie wurde erdrosselt. Im Schlafzimmer fand die Polizei ihre Mutter Lisa, ebenfalls erdrosselt. Das war kein geplanter Mord. Er hat beide mit dem umgebracht, was er gerade zur Verfügung hatte. Der Mörder trug keine Handschuhe, war nachlässig und hat Spuren hinterlassen. Wir befragen nicht nur erneut Zeugen und Verdächtige, sondern lassen alle Beweismittel noch einmal auf DNA-Spuren untersuchen, mit der neuesten Technik. Kaylee wäre heute 27 Jahre alt. Vielleicht hätte sie schon eigene Kinder. Yolanda und ich sind Selbstmütter. Deshalb arbeiten wir bei so einem Fall besonders hart. Das müssen wir einfach. Ich weiß nur eins. Wir werden alles daran setzen, diesen Fall aufzuklären. Sechzehn Jahre ohne Antworten. Die Ermittlungen wurden eingestellt. Der Mord bleibt ungeklärt. Viele Fälle könnten aufgeklärt werden. Der Tatort verrät, was passiert ist. Die Opfer verdienen Gerechtigkeit. Hi, how are y'all? Kelly? Nice to meet you. Nice to meet you. It's Cap Tagmar. Oh, nice to meet you. This is our Deputy Chief. Deputy Chief Paul Trotter. Nice to meet you. Thank you. Danke für Ihre Hilfe. We're excited to be here. Es ist uns eine Ehre. Man hört nur Gutes über Sie. Natürlich stehen wir alle unter Druck, weil ein Kind ermordet wurde. Mit etwas Glück können Sie hoffentlich den Fall bald zu den Akten legen. Put this one away. Klingt gut. Es ist belastend, den Mord an einem Kind zu untersuchen, gerade wenn man selbst Vater ist. Wenn ich nach Hause komme und meine Kinder sehe, bin ich dankbar, dass sie da sind. They're still with you. You must be Alan. Yeah. Carrie Young. Alan Brown. Nice to meet you. In diesem Fall gibt es viele Indizien, aber auch unkooperative Zeugen. Darum hilft uns Alan Brown. Er ist ein sehr erfahrener Ermittler. Wo fangen wir an? Erzählen Sie uns alles von Anfang an. Okay, der 6. Juni 1993. Irene Whirling, die Großmutter von Kaylee und die Mutter von Lisa Bennett, wollte ihre Tochter morgens anrufen. Sie hat es mehrfach versucht, ohne Erfolg. Sie ist zu Lisas Haus gefahren. Die Tür stand offen. Sie ging ins Haus und sah ihre Enkelin Kaylee auf dem Boden liegen. Der erste Beamte am Tatort hat Kaylee mit dem Gesicht nach unten liegend vorgefunden. Ein Kabel war 8-mal um ihren Hals gewickelt. Sie wurde erdrosselt. Er hat das Haus durchsucht und fand Kayleys Mutter Lisa im Schlafzimmer. Sie lag auf dem Bett, war von der Hüfte abwärts unbekleidet, hatte eine Tüte über dem Kopf und einen Gürtel um den Hals. Wer ist der Hauptverdächtige? Bryce. McGriff. Er war ihr Freund. Und verheiratet. Sie hat sich auf seinen Besuch gefreut, denn er war in der Stadt. Bryce war bei einer Familienfeier in Texas. Lisa hoffte, dass er nach dem Rückflug aus Texas zu ihr kommen würde. Tatzeitpunkt zwischen 23.30 Uhr und 1.30 Uhr. Er landete um 22 Uhr, das passt zeitlich. Bryce war früher schon auffällig, vielleicht sogar gewalttätig. Wen haben Sie noch? Franklin Douglas. Wie nennen wir ihn? Frank oder Dee. Wer ist er? Ihr Ex-Freund. Er war früher schon gewalttätig. Gegen Frauen? Ja.
Sie erfuhr am Vorabend, dass er bei ihrer Freundin Stephanie wohnte. Laut den Zeugen wusste Lisa, dass Frank zu ihrer besten Freundin gezogen war, am 19., einen Tag vor dem Mord. Alle meinten, dass sie an dem Wochenende wütend auf die beiden war, weil sie hinter ihrem Rücken zusammengezogen waren. Sie hat ihn mit der Polizei gedroht. Am Abend vor dem Mord fuhr Lisa zu Stephanie und schrie Frank an, ich erzähle der Polizei von dem Raub. Sie drohte ihm. Ich schrieb Drohungen und Motive auf. Lisa glaubte, dass Frank einen Laden ausgeraubt hatte und wollte zur Polizei gehen. Das könnte ein Motiv sein. Was sagt die Familie zu den neuen Ermittlungen? Sie haben 21 Jahre darauf gewartet. Jackie, Yolanda, nice to meet nice you. Nice to meet you. Must be Miss Irene. Yolanda, nice to meet you. Nice to meet you. And Kelly, nice to meet you. It's bad enough. Es ist schlimm genug, dass ihre Tochter ermordet wurde. Aber Irene hat auch ihre Enkelin verloren. She lost her granddaughter. It was just devastating. Es war furchtbar. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich einmal so etwas Grausames erleben würde. I'd ever witness something like this. Als ich das letzte Mal mit Kaylee telefonierte, wollte sie bei mir schlafen. Aber ich meinte, komm lieber morgen, Opa ist nicht hier. Ich bin an diesem Morgen früh aufgewacht und habe gespürt, dass etwas nicht stimmte. Ich habe Lisa um 6 Uhr angerufen, aber sie ging nicht ran. Ich musste einfach zu ihrem Haus fahren. Ich habe die Tür geöffnet und der Fernseher lief. Dann habe ich Lisa gerufen, aber sie antwortete nicht. Also habe ich sie gesucht. Ich war schockiert, als ich Kaylee gesehen habe. Sie lag auf dem Boden und war übel zugerichtet. Das war der schlimmste Moment meines Lebens. Ich wünschte, dass sie am Vorabend bei mir übernachtet hätte. I just wish that. What bothers me the most is that little girl. Was mich am meisten quält, ist, dass sie kämpfen musste. Und das macht mich fertig. I hate it. I just don't understand. Ich verstehe nicht, wie man ein Kind umbringen kann. Ich habe sie wie meine eigene Tochter geliebt. I felt like she was one of mine. Das ist grausam. I don't even know. Ich möchte mir nicht vorstellen, was sie alles durchmachen musste. Nichts hat mich so hart getroffen wie ihre Ermordung. Wenn ich mir mein Herz rausreißen könnte, um sie wieder lebendig zu machen, ich würde es tun. Sie wissen, dass die Polizei von Fort Wayne nie aufgegeben hat. Wir brauchen ein bisschen Glück, um den Fall lösen zu können. Dafür bete ich jeden Tag. Wir hoffen weiter. Menschen wie Jackie und Irene wollen nur Gewissheit, wer ihre Angehörigen umgebracht hat. Mehr verlangen sie nicht. Sie wollen nur, dass der Täter bestraft wird. Und das sollte mit jedem Mörder passieren. Ich denke nicht, dass es mit der Zeit einfacher wird, Tatorte zu untersuchen. Man muss einfach seine Gefühle ausblenden und lernen, sie später zu verarbeiten. Ich erledige meinen Job. Ich sammle Spuren, damit ich den Opfern eines Verbrechens helfen kann. Wir untersuchen den Mord an Kaylee Bennett und ihrer Mutter Lisa, die 1993 umgebracht wurden. Stand die Couch hier? Ja, sie steht an der gleichen Stelle. Kaylee lag auf dem Boden. Vor dem Fernseher.
Man fragt sich, ob sich Kaylee mit der Decke, dem Malbuch und dem Essen dahingelegt hat. Ihre Mutter hat ihr die Sachen sicher gegeben, um sie zu beschäftigen, während sie etwas anderes gemacht hat. In diesem Fall haben wir es vermutlich nicht mit einem Zufallstäter zu tun. Er ist nicht gewaltsam eingedrungen und scheint beim Rausgehen nur einen Videorekorder mitgenommen zu haben. Wahrscheinlich kannten Lisa und Kaylee die Person, die im Haus war. Sie saß auf dem Bett. Vielleicht haben sie gestritten. Dann eskalierte die Situation. Der Täter nahm einen Gürtel und legte ihn ihr um den Hals. In etwa so. Dann zog er. Die Matratze war verrutscht. Der Gürtel riss. So fest zog der Täter daran. Man sieht, dass sie sich gewehrt hat. Sie hatte Blutergüsse. Griffspuren. Sie hat gekämpft. Dann hat er ihr eine Plastiktüte über den Kopf gezogen. In Kombination mit der Strangulation führte dies letztlich zum Tod. Ihr Kleid lag noch unter ihr. Er bringt sie um und schiebt es nur vorne hoch. Er wollte sie waschen. Ein ungewöhnliches Indiz waren zwei Flaschen Waschlotion, die offensichtlich kurz zuvor benutzt wurden. Die nächste Frage ist, ob sie vorher mit ihm geschlafen hat. Er wollte sie wohl gründlich waschen. Es ist möglich, dass Lisa Sex mit ihrem Mörder hatte. Er wollte vermutlich seine Spuren beseitigen. Diese Person hat ihre Handtasche nach Geld durchsucht und ihren Führerschein fallen gelassen. Er wollte durch die Vordertür raus. Aber dann saß ihm Kaylee im Weg. Er wollte sie auch erdrosseln, nahm ein Kabel und schlang es 8-mal um ihren Hals. Dann ließ er sie auf den Boden fallen und ging raus. Ich hatte schon einmal einen Fall, bei dem eine Mutter und ihr Kind erdrosselt wurden. Der Mörder hat dafür ein Stromkabel benutzt und darauf wurden seine DNA-Spuren gefunden. Vielleicht haben wir auch Glück mit dem Kabel. Oder mit dem Gürtel. Ich hoff's. Damals gab es DNA-Tests nur für Körperflüssigkeiten. Sehen wir uns die Beweise an. Aber jetzt können wir DNA von einem Handabdruck sicherstellen. Sie hatte eine Tüte über dem Kopf und einen Gürtel um den Hals. Es gibt sehr viele Indizien. Möglicher Sexualkontakt. Wir schicken alles ins Labor und hoffen, dass wir den Mörder finden. Das ist die Mordwaffe und er trug keine Handschuhe. Wir müssten also Spuren finden. Lisa hatte mit beiden Verdächtigen eine Beziehung. Wir befragen alle, die sie oder die Männer kannten, damit wir sie besser verstehen können. Kannten Sie Ihre Liebhaber? Nein. Sie ging mit einem Frank aus. Können Sie sich erinnern, wie der Mann aussah? Erzählen Sie von Frank. Der ist nicht ganz richtig im Kopf. Das weiß jeder. Sie hat mir erzählt, dass er Drogenprobleme hatte. Ich glaube, darum war er im Gefängnis. Ein zwielichtiger Typ. Franklin Douglas nahm Drogen. Er gab an, dass er in der Nacht mit seinen Freunden Garfield Trick und Dwayne Hall zusammen war. Garfield könnte also Franks Alibi bestätigen. Erinnern Sie sich an die? Gibt's ein Foto? Das ist von 99. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Manchmal wollen sie den Täter decken. Ich habe damals Drogen genommen und getrunken.
Aber in diesem Fall ist es klar, dass Garfield vergessen hat, was vor 21 Jahren passiert ist. Ich hoffe jetzt auf Dwayne Hall. Wir brauchen ihn. Jetzt kann nur noch Dwayne das Alibi für die Tatnacht bestätigen. Dwayne, nice to meet you. Steigen Sie vorne ein. Kennen Sie Franklin Douglas, alias D? Das ist D. Genau, ich kenne ihn als D, nicht als Franklin Douglas. Ich erinnere mich, dass ich an dem Abend zu Hause war. Er kam vorbei und hat gefragt, ob wir Drogen nehmen wollen. Ich meinte, klar, aber nicht hier. Meine Kinder sind zu Hause. Dann habe ich vorgeschlagen, dass wir zu meinem Freund Garfield Tricks gehen. Nachdem wir alle Drogen genommen hatten, ist er bei Garfield geblieben und ich bin nach Hause gegangen. War die high? Wir waren alle high. Franklin sagt, dass sie in einem Club war. Nein, ich war nicht im Club. Ich war zu high und wollte nach Hause. Das hat Frank behauptet. Wir wollen herausfinden, ob er die Wahrheit sagt oder ob er lügt. Er lügt. In 1993 wurden Lisa Bennett und ihre sechsjährige Tochter Kaylee ermordet. Das Alibi des verdächtigen Franklin Douglas wackelt. Franklin sagt, dass sie im Club war. Das stimmt nicht. Jetzt müssen wir uns auf die Tage vor dem Mord konzentrieren. Hat Lisa Franklin Douglas und Bryce McGriff gesehen? Setzen Sie sich. Tracy Starks war ein Freund von Lisa und hat sich bei der Polizei gemeldet. Ich habe ihnen erzählt, dass sie Angst hatte. Sie hatte Angst? Ja, sie war völlig neben der Spur, als ich sie zuletzt gesehen habe. Sie war richtig schreckhaft. Ich habe gefragt, was los ist, und sie hat von ihrem Freund erzählt. Was sagte sie? Wovor hatte sie Angst? Sie meinte, dass er sie töten wollte. Sie hatte Angst, dass der Streit mit ihm eskalieren würde. Hat sie gesagt, warum er sie bedrohte? Nein. Hat sie gesagt, wer ihr Freund war? Nein. Tracy glaubt, dass Lisa Angst vor ihrem Freund hatte. Als nächstes befragen Scott und Ellen den Mann, den sie am gleichen Abend treffen wollte. Alan Brown. Bryce McGriff. I'm a retired homicide detective from Houston. How long did you know? Wie lange kannten Sie Lisa? Maybe. Vielleicht ein, zwei Wochen. Noch nicht sehr lange. Ich hatte damals viele Probleme und brauchte jemanden, mit dem ich reden konnte. So eine Beziehung führten wir. Aber dann war alles vorbei. Als Sie erfahren haben, dass die beiden umgebracht wurden, wie ging es Ihnen damit? Sie war die Einzige, die mich verstanden hat. Bryce hatte Gefühle für sie. Sie war die Einzige, mit der ich reden konnte. Aber wir müssen überprüfen, wo Bryce in der Nacht war, als Lisa und Kaylee ermordet wurden. Lisa wurde Sonntagabend umgebracht. Waren Sie an diesem Wochenende in Dallas auf einer Familienfeier? Dallas, for the family reunion, correct? No, I flew out because it was a bad storm coming in. Ich bin zurückgeflogen, weil ein schweres Gewitter angekündigt war. Am Sonntag war ich um 22 Uhr wieder in Fort Wayne und habe versucht, sie vom Flughafen aus anzurufen. Aber sie ist nicht rangegangen. Sie sind nicht zu ihr gefahren? Nein. Als Sie zu Hause waren, haben Sie dann niemandem Bescheid gegeben, dass Sie zurück sind? Ich erinnere mich nicht. Wohnten Sie bei Ihrer Frau? Ja, noch. Sie lebten in Scheidung? Ja. Sind Sie vom Flughafen selbst nach Hause gefahren?
Nein, sie musste mich abholen. Ich sehe bei Bryce kein Motiv, aber wir müssen herausfinden, ob er die Wahrheit sagt. Hier spricht Detective Techmeyer von der Polizei in Fort Wayne. Ihr Ex-Mann Bryce gab mir Ihre Nummer. Ich arbeite an einem ungeklärten Mordfall aus dem Jahr 1993. Laut Bryce standen Sie damals kurz vor der Scheidung. Stimmt. Zu dieser Zeit wurden die Freundin von Bryce und ihre Tochter ermordet. An dem Wochenende, als der Mord passierte, soll Bryce in Texas gewesen sein. Sie sind mit den Kindern zu Hause geblieben. Haben Sie ihn vom Flughafen abgeholt? Auf keinen Fall. Ich würde mich erinnern, wenn ich mit den Kindern am Flughafen gewesen wäre. Die Ex-Frau von Bryce hat sein Alibi platzen lassen. Ganz sicher, ich habe ihn nicht abgeholt. Die Ermittler versuchen herauszufinden, wer Bryce damals zu seinem Alibi befragt hat. In der Zwischenzeit befragen wir eine Ex-Freundin von Franklin. Das ist Kelly. Sie hilft mir bei dem Fall. Wie lange waren Sie mit ihm zusammen? 6 Jahre. Wie war die Beziehung? Zuerst war alles gut, aber dann hat er Drogen genommen. Er hat das Geld für die Miete verprasst und den Fernseher meiner Tochter gestohlen. Was hat er damit gemacht? Verkauft? Für Drogen? Wie oft hat er sie oder ihre Tochter in dieser Zeit bestohlen, um Drogen zu kaufen? Vielleicht 12 Mal. Die Geschichte erinnert mich an den Videorekorder, der in der Nacht aus Lisas Haus verschwand. Die Frage ist etwas peinlich, aber ich muss sie stellen. Hat er von Ihnen verlangt, dass Sie Ihren Intimbereich vor oder nach dem Sex waschen? Ja, das wollte er. Echt? Das ist schräg. Zuerst der Videorekorder und dann die leere Waschlotion, die im Becken lag. Er war auf Drogen richtig gemein. Wie meinen Sie das? Als ich schwanger war, hat er mich gegen die Tür gedrückt und zugepackt. Am Hals? Genau, ich hatte Angst vor ihm. Er hatte Schaum vom Mund. Er ist ausgerastet und war so sauer, dass ihm weißer Schaum aus dem Mund kam. Da wusste ich, sie mussten weg. Franklins aggressives Verhalten einer Schwangeren gegenüber lässt erahnen, zu was er fähig sein könnte. Army Douglas, Jahrgang 1945. Army ist Franklins Onkel. Er hat wegen Franklin schon mal die Polizei gerufen. Er hat versucht, mich umzubringen. Wir waren bei meinem Sohn. Plötzlich zog er eine Waffe und schoss vor mir auf den Boden. Da bin ich rausgelaufen und in meinen Truck gestiegen. Er kam raus, hat mich beschimpft und abgedrückt. Aber die Waffe ging nicht los. Wie haben Sie vom Mord an Lisa und Kaylee erfahren? Ich habe es in den Nachrichten gehört. Als ihr Name genannt wurde, habe ich gedacht, das ist Dees Freundin. Daraufhin habe ich ihn gefragt, ob er wüsste, was mit seiner Freundin und ihrer kleinen Tochter passiert ist. Er sagte, klar, ich habe es gehört. Ich habe ihn gefragt, ob er es war. Aber er meinte, dass er sowas niemals tun könnte. Er hätte sie geliebt. Da konnte ich dann nichts mehr sagen. Sie haben ihn gefragt? Sicher. Was haben Sie gedacht? Ich habe ihm nicht geglaubt, besonders nachdem er auf mich losgegangen ist. Keine Ahnung, was er anderen Leuten antun könnte.
Immer mehr Zeugen belasten Franklin. Wir müssen jetzt klären, ob Bryce McGriff etwas mit dem Mord zu tun haben könnte. Are you, sir? I'm Kelly. Kelly, hi, my name's Al. Nice to meet you. Detective Al Fiegel was the Detective Al Fiegel hat Bryce kurz nach dem Mord befragt. 1993, right after the murder. Ich habe ihn verhört. Sie haben ihn überprüft, weil er um 22 Uhr gelandet ist. Bryce McGriff sagte aus, dass sein Auto am Flughafen stand und er damit nach Hause gefahren wäre. Vielleicht hat er mittlerweile vergessen, was er damals ausgesagt hat. Das wäre nachvollziehbar. Ich möchte zuerst die Verbindungsdaten von Bryce sehen. Al weiß, wen Bryce am Abend des Mordes angerufen hat. Gab es Ferngespräche? Ja. Sein Alibi für die Tatnacht wurde bestätigt und er hatte kein Motiv. Ist Bryce noch verdächtig? Sind wir uns einig, dass wir ihn als Verdächtigen streichen können? Ja. Alan und Yolanda auch? Dann ist Bryce McGriff entlastet. Bryce ist raus, aber das Alibi von Franklin Douglas wurde durch Dwayne Hall entkräftet. Franklin sagt, dass sie im Club waren. Stimmt nicht. Aber Dwayne war der Letzte, der Franklin vor dem Mord gesehen hat. Franklin tauchte um 1 Uhr wieder auf. Er fuhr zu Stephanie. Sie war Lisas beste Freundin. Lisa rief an und meinte, wir sind keine Freundinnen. Das tat mir leid, ich wollte nie, dass so etwas passiert. Wenn Franklin der Mörder ist, könnte Stephanie vielleicht etwas aufgefallen sein, als er nach Hause kam. Ich glaube, es war gegen 10 vor 1 in der Tatnacht. Er kam rein und sah irgendwie seltsam aus. Wissen Sie, wie wichtig Ihre Aussage ist? Ja. Warum? Weil 2 Menschen tot sind. Sie sagten, dass er anders aussah. Wie genau? Erzählen Sie alles, was Ihnen einfällt. Er sah immer schräg aus, wenn er Crack geraucht hatte. Seine Haut wurde dunkler und seine Augen glasig. Ich hab's einfach gemerkt. Hat er geschwitzt? Ich erinnere mich, dass ich seine Hand nehmen wollte, aber er zog sie weg. Er ging in die Knie und fing an zu weinen. Als ich fragte, was los ist, meinte er, ich habe einen Fehler gemacht. Er sagte, ich habe Mist gebaut und Crack geraucht. Ich bin dann ins Bett gegangen. Ich wollte mir das nicht anhören und nichts damit zu tun haben. Das ist frustrierend. Hätte sie zugehört, könnte sie uns heute vielleicht helfen. Haben Sie ihn gefragt, ob er sie umgebracht hat? Nicht direkt. Warum nicht? Ich habe nur gesagt, dass ich ihm nicht vertraue. Ich kann nicht sagen, ob es war, weil ich nicht dabei war. Dass seine Freundin und ihre Tochter ermordet wurden, macht mich fertig. Ich habe ihnen alles gesagt, was ich weiß. Bitte, glauben Sie mir. Ich kann ihn nicht mehr sagen. Obwohl Franklin Douglas immer verdächtiger wird, können wir ihn nicht überführen, wenn Stephanie ihn nicht belastet. Wir brauchen die Ergebnisse des DNA-Tests, um Kayleys und Lisas Mörder hinter Gitter zu bringen. Ich habe gestern Abend zu Carrie gesagt, wenn wir keine DNA finden, weine ich. Ich meine es ernst. Diesmal weine ich. Unser Anruf. This is Carrie. Yes. Ich habe die Ergebnisse. Okay. Okay. Die Flaschen mit der Waschlotion weisen keine DNA-Spuren auf. Der Oralabstrich enthält DNA-Spuren von mindestens 2 Männern.
Das Kleid des Opfers weist zu viele Spuren auf. Von zwei Männern? Von zu vielen. Okay. Wenn es zu viele männliche DNA-Spuren gibt, gehe ich von Verunreinigungen aus. Gerade nach 21 Jahren. Der Gürtel? Drei Personen. Das könnten Verdächtige, Polizisten oder Labormitarbeiter sein. Was noch? Auf der Plastiktüte sind Spuren von mehr als fünf Männern. Durch ihr Alter sind die Proben nicht beweiskräftig. Die Ergebnisse der DNA-Untersuchung sind niederschmetternd. Man kann damit leben, wenn dem Verdächtigen ein Beweismittel nicht eindeutig zugeordnet werden kann. Aber mit diesen Resultaten liefert man der Gegenseite die Grundlage für ihre Verteidigungsstrategie. Vor 21 Jahren war alles anders. Das war vor O.J. Simpson. Da waren die Vorschriften noch nicht so streng. Okay, hier. Mit der DNA gewinnen wir den Fall nicht. Wir müssen jetzt umdenken und Franklin Douglas richtig unter Druck setzen. Das ist unsere letzte Chance. Was meinst du? Ich glaube nicht, dass Carrie und Scott aufgeben. Stimmt. Drück die Daumen, wir brauchen ein Wunder. Tragen Sie eine Waffe? Nein. Was haben Sie in der Tatnacht gemacht? Keine Ahnung. Was haben Sie damals ausgesagt? Weiß nicht. Keine Ahnung? Das ist wichtig. Aber ich erinnere mich nicht. Und was ist mit Ihrem Alibi? You don't remember that? Keine Ahnung, ich war high. Nicht bei dem Verhör. Ich habe Probleme, mich zu erinnern. Genau wie meine Mutter. Sie ist dement. Zu wie vielen Morden wurden Sie befragt? Einem. Sie meinten, dass Sie nicht auf der Beerdigung waren. Warum? Weil mich die Familie gehasst hat. Sie hielten mich für den Mörder ihrer Tochter. Als Detectives fragen wir uns, warum Sie sich erinnern, aus welchem Grund Sie nicht zur Beerdigung gegangen sind. Aber Sie scheinen andere wichtige Details vergessen zu haben. Ich weiß nicht mehr alles. Können Sie nicht sagen, wo Sie in der Nacht waren? Ich weiß nicht mal, wo ich letzte Woche war. Sie erinnern sich nur an unwichtige Details. Das Wichtigste ist, dass ich niemanden ermordet habe. Ich hoffe, dass Sie den Täter finden, aber ich bin's nicht. Franklins Befragung war enttäuschend. Carrie und Scott haben es versucht, aber wir haben damit gerechnet. Man kann euch nichts vorwerfen. Er ist klug. Ihr habt ihn 2 Stunden befragt. Mehr geht nicht. Was meinst du, Carrie? Ich prüfe noch mal alle Indizien. Wir dürfen nichts übersehen. Das ist noch lange nicht vorbei. Ich habe heute Morgen noch gedacht, dass wir lange keine schlechten Nachrichten mehr überbringen mussten. Das ist furchtbar. Das wird schwierig. Ich dachte, wir lösen den Fall. Das wird auch für Carrie schwer. Stimmt. Darum muss ich mit ihm reden. Die Familie darf nicht glauben, dass er nicht alles versucht hat. Er konnte nicht mehr tun. Carrie wird nicht aufgeben. Aber diesen Fall wird wohl kein Staatsanwalt jemals vor Gericht bringen. Die traurige Wahrheit ist, dass die DNA-Spuren niemandem eindeutig zugewiesen werden können. Ohne ein Geständnis bleibt der Fall ungelöst. Leider nicht nur für diesen Moment, sondern für immer. Good morning. Hi, how are you? Ich hätte es gern hinter mir.
Okay, so. Was werden Sie ihnen sagen? Wir müssen ehrlich sein. Die DNA war ein Fehlschlag. Aber wir bleiben dran. Ich möchte Ihnen was sagen. Sie werden den Fall nie lösen. Das ist aber nicht Ihr Fehler. Auch wenn Sie weiter dran arbeiten, macht es keinen Unterschied. Okay? Verstehe. Wie sagen Sie es Ihnen? Das wird schwer. Furchtbar. Ganz schlimm. Wir haben Befragungen durchgeführt und die Indizien erneut bewertet. Ohne Ergebnis. Auch die DNA-Tests konnten nicht zur Lösung des Falls beitragen. Früher ist man anders mit DNA-Spuren umgegangen. Heute gibt es viele Vorschriften, damit Beweisstücke nicht verunreinigt werden. Jeder Staatsanwalt müsste ohne einen eindeutigen DNA-Beweis befürchten, wegen begründeter Zweifel zu verlieren. Deshalb wird es nie zu einer Anklageerhebung kommen. Wir wollen Ihnen keine falschen Hoffnungen machen. Das würde mich verrückt machen und es wäre Ihnen gegenüber nicht fair. Es wird niemals dazu kommen. Nie? Leider nicht. Er kommt damit durch. Das ist nicht Ihre Schuld. Warum dürfen Sie von Kerry nicht mehr erwarten, dass er sich darum kümmert und alles in Ordnung bringt? Ich weiß, dass sie alles versucht hat. Er kann es nicht ändern. Tut mir leid. Weinen Sie nicht. Gestern Abend meinte Curry, ich kriege ihn. Ich befrage mehr Leute und prüfe die Indizien immer wieder. Aber er kann den Fall nicht lösen. Gott wird uns helfen, damit klarzukommen, ganz sicher. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Es gibt Engel, die auf uns herunterschauen und uns helfen, das alles durchzustehen. Wenn ich meine Augen schließe, höre ich die Stimmen von meiner Tochter und von Kaylee. Sie sind meine Engel. Wir waren zuversichtlich, aber die DNA zerstört alles. Restlos. Wir können nichts mehr tun. Es fällt mir schwer, das zu sagen. Aber es ist Zeit, das alles hinter uns zu lassen. Niemand soll denken, dass wir sie vergessen. Aber wir müssen darüber hinwegkommen. Es tut mir leid. Ich hoffe, Sie wissen, dass Kerry, Scott und die Polizei von Fort Wayne alles versucht haben. Aber es hat nicht gereicht. Und das bricht uns das Herz. Vielleicht erinnern Sie sich an die guten Zeiten mit Lisa und Kaylee. Sie dürfen an Ihren Tod nicht immer als ungeklärten Mordfall denken. Dann können Sie Ihre Wut vergessen, Tragödie hinter sich lassen und weitermachen. Mm-hmm.